Im stärksten Dorf der Welt in Samswegen. Und wie man sehen kann, habe ich mir heute auch starke Leute an meine Seite geholt. Und zwar zum einen Lino Ruppel und Daniel Detlaff. Sie sind vom Podcast Random Max Out, dem einzigen und besten Gewichtheber-Podcast, wie ich gelernt habe, in Deutschland. Das heißt also, ihr beschäftigt euch 24/7 mit Gewichtheben? Ja, kann man so sagen, würde ich sagen. Ja, stimmt dem zu. Sehr viel. Wo kommt ihr her? Wie seid ihr nach Samswegen gekommen? Seid ihr überrascht über das stärkste Dorf der Welt mit nur 1700 Einwohnern hier in der Börde? Möchtest du? Ich komme aus Witten, aus dem schönen Ruhrgebiet und Daniel aus Kiel. Und ich glaube, wir sind hier hingekommen halt über diesen Random Max Out Podcast. Wir haben jetzt letzte Woche das Bundesliga-Finale der zweiten Bundesliga kommentiert. Letztes Jahr die deutsche Meisterschaft. Und anscheinend haben wir da einen passablen Job gemacht. So scheint's. Ja, sodass der Bundesverband im Endeffekt auf uns zugekommen ist und uns gefragt hat, ob wir dann auch in das stärkste Dorf der Welt, in das offiziell zertifizierte stärkste Dorf der Welt kommen wollen. Um hier mit dir dieses heutige Finale zu kommentieren. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Für Samswegen geht es natürlich auch um das Finale da home, wie man ja immer so schön sagt, an den FC Bayern München. Jetzt ist die Frage, schafft Samswegen das, was sie schon einmal 2007 geschafft haben, nämlich zu Hause diesen vierten Meisterstern für sich zu holen? Es wird schwer. Es wird wirklich, wirklich schwer. Die Berechnung, ich habe auch schon mit den verschiedenen Teamleitern gesprochen und alle sagen sie, das könnte ein sehr, 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 sehr knappes Ding werden. Und meine Hoffnung, deine Hoffnung ist es auch, ist es, dass es bis zur letzten Hebung wirklich relevant wird, was die Leute machen. Und dass wir am Ende hoffentlich noch ein ausrastendes Haus haben. Wie viele Punkte brauchen wir denn heute? 910? 915? Mehr? Ich würde sagen, heute werden die wirklich, wirklich besten Lasten rauskommen dieses Jahres. Wir hatten schon 920 oder 930 sogar von Obrigkeim letzten Wettkampf. 920 waren es. Dementsprechend wird alles dabei rausgeholt und ich denke, da wird es eventuell von einigen Mannschaften in die 950er-Richtung gehen. Vielleicht sogar höher. Aber das wird sich zeigen müssen. Und das kommt natürlich dann auch ganz doll drauf an, wie die Hebungen laufen. Na, man kann natürlich rechnen, wie man möchte. Wenn Bestleistungen rauskommen, dann hat man ein bestimmtes Ergebnis, aber da kommt es natürlich auf jede Hebung an. Und wir wollen natürlich heute auch mit euch in die Kommunikation treten, also fühlt euch frei, in den Kommentaren gerne eure Fragen an Daniel und Lino zu hinterlassen, die ich dann auch gerne weitergeben werde. Wenn wir jetzt auf die beiden Gegner von Samswegen des heutigen Tages schauen, da ist zum einen der AV 03 Speyer, jemand, der schon 10 Finalteilnahmen hatte und 7-mal insgesamt Meister geworden ist, auch der Amtierende ist. Was ist von denen zu erwarten? Man ist noch so ein bisschen, ich würde sagen, zurückhaltend. Wir haben vorhin, als die Sportlerinnen und Sportler in die Halle gekommen sind, haben Daniel und ich dann auch schon mal so geguckt, welche internationalen Sportlerinnen und Sportler mit dabei sind. Und dann fängt man schon mal im Kopf so ein bisschen an durchzurechnen, wer könnte reißen, wer könnte stoßen. Das kann man ja in der Bundesliga auch noch aufteilen. Und ich glaube, man kann es im Endeffekt, man kann es nicht sagen. Es kommt hier wirklich auf jeden einzelnen Versuch an. Aber ich meine, das ist halt auch das, was im Endeffekt im Bundesliga-Finale gerecht wird. Absolut, absolut. Darauf warten wir natürlich, dass die Spannung hier hochgehalten wird. Und Obrigkeim, Daniel, die waren ja auch schon, ähnlich wie Samswegen, dreimal deutscher Meister 2003, 2008 und 2013. Und Samswegen zumindest, ich weiß nicht, ob wir es verraten darf, wir machen es aber einfach, haben gesagt, dass Obrigkeim der stärkste Konkurrent des heutigen Tages ist. Es ist natürlich aber auch einfach zu sagen, nachdem Obrigkeim jetzt die höchste Jahresleistung erreicht hat, mit den 920 ungefähr Punkten. Und die anderen beiden Mannschaften hatten ihre Maximalleistung bei 890 um und bei. Ist natürlich leicht, um dann so diese Favoritenrolle direkt weiterzugeben. Und ich glaube, das möchte man auch ein bisschen, dass der Druck dann auf die Obrigkeimer GewichtheberInnen geschoben wird. Und dann
ja, wird man schauen, was die ungefähr 100 Obrigheimer Zuschauer und mitgekommenen Leute da draus machen. Ja, vielleicht könnte unsere Regie mal umschneiden auf die volle Halle, die wir hier sehen. 450 Menschen sind hier drin zugelassen, mehr leider nicht. Deswegen gibt es draußen ein Public Viewing, weil ungefähr 1000 Fans wollte Sams wegen hierher locken. 1700 Leute wohnen hier in dieser kleinen Gemeinde in der Böhr. Das ist also wirklich ein großes Jahreshighlight für Samswegen. Und gibt es denn sowas wie einen Heimvorteil beim Gewichtheben? Ich komme jetzt gerade aus dem Stadion vom 1. FC Magdeburg. Die haben gegen den Hamburger SV gewonnen. Also das heißt, Magdeburg und Umgebung, auch die Bürde eingeschlossen, ist schon mal elektrisiert und hat heute auch schon mal erlebt, was wirklich so ein Heimvorteil auch nochmal bedeutet. Ich habe da keine Daten zur Hand. Ich weiß, beim Fußball kann man das relativ gut, hat man das auch relativ gut gemessen und ausgewertet, dass es diesen Heimvorteil gibt. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie es beim Gewichtheben ist, aber wenn man da anhand des Menschen einfach denkt und anhand der positiven Energie, die man dann als Sportlerin dann bekommt, ja, ich gehe mal davon aus, dass das schon was ausmachen könnte. Ich möchte auch nochmal zu antworten, und zwar ist es natürlich, einerseits kennt man die Räumlichkeiten, man muss nicht in einem Hotel im Vorfeld übernachten. Das sind schon so Kleinigkeiten, die vor allen Dingen, wenn man halt auf nationaler Ebene dann etwas weiter reisen muss, die dann schon so ein bisschen Einfluss haben könnten. Allerdings muss man auch sagen, wir haben gerade schon eine Lautstärke bei der Athletenvorstellung von Obrigheim gehört. Obrigheim hat, ich glaube, knapp 100 Fans mitgebracht. 100 Fans, genau. 100 Fans, und Obrigheim ist da natürlich sehr weit mit da vorne. Von daher, ich kann mir vorstellen, dass es einen kleinen Heimvorteil geben kann, aber der kann auch in einem Bundesliga-Finale, weiß ich nicht, ob der so relevant sein wird im Endeffekt. Jakob fragt schon, wann geht's los? Wie ist heute der Ablauf? Normalerweise gibt es ja nur 2 Gruppen, heute gibt es natürlich 3 Gruppen. Ja. Gibt uns mal die Einblicke, also 17.30 Uhr geht's los, da ist die erste Hebung, aber wie läuft das alles her? Möchtest du, soll ich? Fang du an, ich mach weiter. Okay, also grundsätzlich ist es so, dass wir heute in 3 verschiedenen Gruppen heben werden. Das wird so sein, dass 2 HeberInnen pro Mannschaft in einer Gruppe arbeiten. Es gibt noch eine kleine Sonderregelung, wo 3 heben könnten, aber das kann Nino gleich nochmal machen. Und zwar wird es dann so sein, dass man von Gruppe zu Gruppe 3 Versuche pro Person hat, welches in einem sogenannten Blockheben funktioniert. Bedeutet, man wird jeweils den ersten Versuch einer jeden Person der Gruppe im Reißen sehen, dann jeweils den zweiten Versuch einer Person in dieser Gruppe und dann jeweils den dritten Versuch. So ist gewährleistet, dass jede Person genug Pause und genug oder gleiche Bedingungen hat für ihre Hebung. Wenn das durch ist, geht es in die Gruppe 2, wo das genauso funktioniert wie in Gruppe 1. Und wenn dann das ganze Reißen mit 3 Gruppen vollzogen ist, mit all den 3 Versuchen der Person, wird dann ins Stoßen gewandert. Ich glaube, heute haben wir sogar eine 10-minütige Pause zwischen dem 20 Minuten, ja. Es wird schließlich Finale, Daniel. Auch wieder wahr, dann dürfen die sich hinten noch mal kurz ausruhen. Ja, also dieser Break, ich weiß gar nicht, ist der üblich? Also ich habe den jetzt in Samswegen immer gesehen, dass es da einen Break gab, auch von mehreren Minuten tatsächlich zwischen Reißen und Stoßen. Ja. Man muss ja bedenken, dass die Sportler da absolut an Grenzlasten gehen. Und natürlich ist im Gewichtheben die Technik auch absolut determinierend, was die Leistung im Endeffekt betrifft. Aber trotzdem sind das Lasten, die einem körperlich alles abverlangen. Und speziell in der 2. Disziplin, im Stoßen, da sind die Gewichte ja auch noch mal etwas höher, sodass es da dann auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass man sich ordentlich aufwärmt. Da gibt es dann individuelle Rituale, die man vorher noch mal macht, wie man sich aufwärmt etc. Und da ist es dann wichtig, wie gesagt, dass die Sportlerinnen und Sportler die Zeit haben, sich adäquat aufzuwärmen, vernünftig gut in die Sachen reingehen. Und manche essen auch was in dieser kurzen Pause, trinken dann noch mal irgendwie ein koffeinhaltiges oder zuckerhaltiges Getränk, um mehr Energie zu haben. Und meistens sind es, glaube ich, 10 Minuten Pause, aber ich glaube, das ist heute der Veranstaltung geschuldet, dass wir dann auch mal 20 Minuten Pause machen dürfen. Gönnen wir uns heute am Finaltag der Deutschen Meisterschaften hier im Gewichtheben. Wir haben ja gerade auch die volle Halle gesehen. Interessant ist auch, dass wirklich das ganze Dorf dabei war, diesen Wettkampf heute hier vorzubereiten. 50 freiwillige Helfer waren seit Dienstag im Prinzip nonstop dabei, hier alles zu organisieren. Da muss man ja ganz viel denken an Ticketverkauf, an den Einlass, ans Catering, an die Nationalhymne, an eine Tanzgruppe, die noch in den Pausen auftreten soll.
Bier muss es natürlich auch genug geben. Da ist also relativ viel zu organisieren. Reißen sich denn Gewichthebervereine darum, dann sowas dann auch wirklich auszurichten am Ende des Tages? Ich möchte kurz reingrätschen. Du hast gerade sehr viele Leute angesprochen, sehr viele helfende Hände, die im Endeffekt wichtig sind, um so ein Event mit an den Start bringen zu können. Ja. Und man kann es nicht häufig genug machen. Und deswegen möchte ich Danke an dieser Stelle nochmal an diese Person sagen, die sich ehrenamtlich für diesen Sport so aufopfern. Das erstmal vorweg. Ohne diese Leute und dieses Ehrenamt wäre es eigentlich nicht möglich, solche Sachen wie heute hier austragen zu können, ausrichten zu können. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie wichtig das ist, dass man im Verein für ein gutes Vereinswesen sorgt. Dementsprechend, Samswegen hatte schon Bock im Vorfeld, dieses Finale auszurichten, weil sie wussten, es gibt genug Rückhalt innerhalb des Vereins, dass man sowas ausrichten kann. Und ich glaube, es ist immer mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand im Vorfeld verbunden. Aber trotzdem, wenn man dann im Endeffekt das Resultat hier auf der Bühne in dem Finale sieht, denke ich, ist es das definitiv wert. Ich denke, dass viele Vereinsverantwortliche auf jeden Fall heute mit einer riesengroßen Gänsehaut hier rumlaufen werden. Und wir werden ja auch sehen, was für eine Kraft hier diese kleine Halle in Samswegen wirklich auch entwickeln kann. Ich habe es im letzten Bundesliga-Wettkampf hier erlebt, von Samswegen gegen Durlach, als Roberto Gutu kurz davor war, wirklich zu platzen. Und dann Björn Günther auf der Bühne komplett alles abgerissen hat und sich dann sein Gürtel vom Leib gerissen hat und den rumgewedelt hat. Das sah also wirklich richtig, richtig cool aus und hat natürlich hier ihn die Stimmung dann auch wirklich gepusht zum Maximum. Ne? Das muss man ja wirklich sagen. Und das ist vielleicht auch das, wo wir gerade noch mal drüber gesprochen haben, diesen Heimvorteil. Wenn jetzt jemand weiß, er oder sie muss im letzten Versuch noch mal diese, sagen wir, 1 bis 2 Kilo mehr auflegen, um dann doch vielleicht das Finale oder beziehungsweise den Meistertitel nach in Samswegen zu halten, nach Speyer mitzunehmen oder nach Obrichheim mitzunehmen, dann wird das aufgelegt. Und ich glaube, das sind halt diese Sachen. Natürlich kann ein Heimvorteil helfen, aber Adrenalin regelt. Ja, auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht auch dieses aus dem Fußball auch bekannte Momentum. Momentum ist immer ganz wichtig, ja, natürlich. Momentum ist im Fußball alles. Moritz wünscht sich, dass wir mal über die Aufstellung sprechen direkt könnten. Direkt auf dem Bild. Oh, super. Und wir können ja im Prinzip erstmal mit Gruppe 1 anfangen. Genau. Da sehen wir also eine Auflistung. Was mir als erstes auffällt, ist, dass in dieser Gruppe nur ein einziger Mann vertreten ist, ansonsten nur Frauen. Das ist dem System geschuldet, womit die SportlerInnen miteinander verglichen werden können. Das nennt sich das Relativpunktesystem. Das nimmt Körpergewicht, bewegtes Gewicht sowie das Geschlecht in Relation und versucht, die Leistungen, die geschaffen werden, zu vergleichen, sodass man sagen kann, okay, eine 50 Kilo schwere Frau tritt heute ja irgendwo auch gegen einen 120 Kilo schweren Herrn an und wie können wir das in Relation bringen? Dafür ist dieses Relativpunktesystem da und das bevorzugt aktuell tendenziell weibliche Personen, die ein bisschen leichter sind im Reißen. So, und jetzt müssten wir auf die Bühne mal bitte umschneiden, denn es geht jetzt tatsächlich los mit dem Finale der Deutschen Meisterschaften, den Aufschlag gemacht. Eieiei. Julia Schwarzbach vom AV 03 Speyer, Entschuldigung, die Grand Dame des Gewichthebens, wurde mir gesagt, obwohl sie gar nicht körperlich die Größte ist, aber sie natürlich durch ihre Erfolge so genannt wird. Sie ist die erste Frau in Deutschland, die mehr als das doppelte Körpergewicht im Stoßen schaffte. Mal gucken, wie sie sich jetzt hier im Reißen anstellt. Sicherer erster Versuch, gewohnt für Julia Schwarzbach. Julia Schwarzbach, ehemals Julia Rode, auch ehemalige deutsche Leistungssportlerin, aber auch jetzt nach ihrer, ja, ich möchte jetzt nicht sagen aktiven Karriere, weil sie ist ja immer noch aktiv, immer noch für den AV Speyer dabei. Und jetzt hören wir im Hintergrund, wird es ein bisschen lauter. Lena Tomkowiak. Jawohl. Ich glaube, da möchte ich Daniel kommentieren lassen. Nee, ich möchte da gar nicht so gerne zu kommentieren, weil das ist meine Sportlerin und ich werde hier Schwierigkeiten haben, objektiv zu bleiben. Ich wünsche ihr sehr viel Erfolg. Ja.
Stürzen. Dann Lino, wie hat denn Daniels Sportlerin so gemacht? Solide. 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 Der eine Schritt war aber schon ein Hilfsschritt, ne? Ich sehe das bei Lena gerne mal, dass sie die Hand ein bisschen vor dem Kopf stehen lassen hat. Läuft dann aber da den Schritt nach vorne. Das ist auch regelwerkstechnisch alles in Ordnung. Das darf sie machen. Ja, aber mit 75 einzusteigen, für Lena gutes Gewicht, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist ein sehr hohes Einstiegsgewicht. Und das zeigt auch wieder, wie viel heute auf dem Spiel steht, was hier alles eingesetzt wird. Auf jeden Fall. Jetzt aber wird es noch lauter, denn wenn ich richtig sehe, ist Annika Pilz auf der Bühne. Sie ist aus Roding nach Samswegen gewechselt und seit über 2 Jahren hier Heberin im Team. Das sah sehr sicher aus, oder? Ja. So soll es natürlich auch aussehen. Das ist ein erster Versuch. Im Idealfall schafft man es im ersten Versuch, einen sehr soliden, auch wenn das Gewicht relativ schwer ist, einen sehr soliden ersten Versuch reinzubekommen, um einen guten Start in den Wettkampf zu generieren. Ja. Zu Annika kann man sagen, sie war vor nicht allzu langer Zeit, ich meine letzte Woche, Vorletzte Woche, in Armenien auf der Europameisterschaft und hat dann da mit 83 Kilo performt, hat jetzt hier in ihrem ersten Versuch nur 6 Kilo weniger gemacht. Also sie hat einiges vor, meinst du? Es ist das Bundesliga-Finale. Milena als nächstes. Die zweite Sportlerin für den AV Speyer. Kommt ursprünglich aus dem CrossFit. Sicher. Ja, aber auch super, wie still die Halle hier ist, dass keiner sich stört in der Konzentrationsphase, ne, sondern wirklich alle sich auch fair verhalten in diesem Augenblick. Ich denke, das ist auch das, worum es dann auch letzten Endes geht. Man darf natürlich seinen Verein sehr anfeuern, aber eine gewisse Fairness hat man in dem Sport regelmäßig zu sehen. Und das ist auch das Schöne daran, dass man sich das, man muss es nicht, sich nicht unbedingt gönnen, aber man hält sich an fairen Sportmannschaften. So, und da ist die nächste Sportlerin vom SSV Samswegen auf der Bühne. Das ist Chantal Schreiber. Die Frau, die ist erst vor einigen Jahren vom Berliner TSC tatsächlich hierher nach Samswegen in die Börde gewechselt. Hatte zuletzt ein paar Rückenprobleme, aber ich hoffe, die machen heute nichts mehr aus. Adrenalin regelt das. Mit 94. Und den steht sie sicher, obwohl sie sich sehr viel Zeit gelassen hat. Ne? Warum? Das ist individuell. Beziehungsweise Zeit gelassen hat sie sich in der Hocke. Ja. Man sagt im Gewichtheben, im Reißen gerne in der Hocke sitzen bleiben, um die Hantel zu fixieren und dann aufzustehen. Im Umsatz, wo man dann später an etwas höhere Lasten geht, da wird dann etwas schneller unten ein sogenannter Dehnungsverkürzungszyklus mitgenommen und da versucht man schneller rauszukommen. Im Reißen ist es aber wichtig, die Hantel auf den Punkt zu bringen. Ansonsten wird sie da gerne auch mal im Aufstehen nach vorne oder hinten verloren. Und das möchte man natürlich, vor allen Dingen im ersten Versuch von einem Wettkampf. Das bedeutet, sie hat letzten Endes mit ihrer Erfahrung gesagt, okay, sie hat gefühlt, die Hantel war vielleicht nicht genau auf dem Punkt, sondern die hat sich noch ein bisschen mehr bewegt. Also bleibt sie lieber kurz in der Hocke, um sicher zu gehen, dass sie gerade auf dem Punkt hat. So, und die Umbauphase hier hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil von der Frauenhantelstange 15 Kilogramm auf die Männerhantelstange 20 Kilogramm gewechselt werden musste für Moritz Huber aus Obrichheim. Geht auch mit 111 raus. Und hat sich sehr, sehr, sehr sicher. So, kann man jetzt schon irgendwas ablesen? Eigentlich nicht, oder? Wir haben die ersten Versuche der ersten Gruppe drin. Sie haben alle pariert. Genau. Das ist erstmal der große Pluspunkt heute. Mhm. Jetzt haben wir eine Übersicht. Wir sehen Samswegen 109,5 Relativpunkte. Dahinter AV Speyer mit 97,0 und dann Germania Obrichheim mit 91,0. Aber das heißt alles noch absolut gar nichts. Das ist wie bei einem Formel
1-Rennen nach der ersten Runde schon irgendwas ablesen zu wollen. Und damit sind wir dann auch in der zweiten Runde letzten Endes der ersten Gruppe. Ja, jetzt geht jede Person an den zweiten Versuch. Und da wird es dann meistens schon schwerer. Ja, da, wo der erste Versuch noch geprägt war mit, wir müssen den machen. Steigt jetzt der Druck, meinst du? Richtig. Auch für Julia Schwarzbach. Und die Last. So sieht's aus. Sie arbeitet auf der Geschäftsstelle des Deutschen Gewichtheberverbandes in Leimen und ist zweifache Mutter. Wow. Und hat den sehr, sehr sicher. Hat den super sicher. Ja, man erkennt bei ihr halt wirklich, dass sie das jahrzehntelang macht. Ja. Also das ist halt, das ist quasi Profibewegung. Das ist Profibewegung. Und sie war halt ursprünglich, also zu 2008, wenn ich mich nicht irre, in Peking und hat dort einen extrem, extrem guten Wettkampf abgeliefert. Damit. Genau, 2008 siebter Platz in Peking und wurde dort auch zur Miss Weightlifting Olympische Spiele gewählt. Ja. Für euch zum ersten Mal. Hat mir heute Frank Kinderberger geschrieben, der Abteilungsleiter aus Speyer. Ein sehr umtriebiger Mann offensichtlich, ja, weil er heute Morgen um 7 anfing, mir Nachrichten ohne Ende zu schicken. Und da siehst du mal, let's go, wie Lena, viel komm, das Ehrenamt im Gewicht hebt. Wahnsinn. Ich halte mich wieder raus. Let's go. Herzlich. Okay. Man merkt, Daniel ist drin. Es tut mir leid. Dazu muss man aber auch sagen, dass Lena Tomkowiak kommt aus Kiel, genauso wie Daniel. Hat unter der Feder von Daniel Gewichtheben gelernt. Bist du ein bisschen stolz darauf, dass sie es jetzt hier in das Finale der deutschen Bundesliga geschafft hat? Soll ich wirklich darauf antworten? Ja. Ich bin so stolz. An ihr kann ich auch letzten Endes aus erster Hand erkennen, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Tränen da drin steckt, wie viel Herzblut da drin steckt. Und das möchte man natürlich auch sehen, dass es sich auszahlt. Absolut. Dafür arbeitet nämlich ein Trainer tatsächlich an seinen Athleten, damit er dann auch die Erfolge von diesen Athleten hat. Jetzt wieder Annika Pilz auf der Bühne, 19 Jahre jung, aus Samtswegen, mit ihrem zweiten Versuch. Und dieser Gesichtsausdruck sah sehr entschlossen aus, fand ich. Im Hintergrund hat man jetzt gerade auch gesehen, sowohl Stefan Bruse, der Trainer, als auch ein anderer Trainer, Almir Velagic, der Bundestrainer. Das heißt, die Bundestrainer, beziehungsweise der Bundestrainer ist natürlich auch hier vor Ort, möchte sich das Ganze mit angucken. Weil hier hebt natürlich auch die deutsche Elite des Gewichthebens. Absolut. Ne? Es sind ja auch dann am Ende des Tages, muss man ja sagen, die EM, WM und Olympiastarter eventuell, die man hier findet. Paris 24 steht im Prinzip vor der Tür. Man muss es so aussprechen. Es ist in der heißen Phase auf jeden Fall. Im Hintergrund zum Beispiel jetzt gerade zu sehen Simon Brandhuber neben Bundestrainer Almir Velagic. Simon Brandhuber ist auch Olympia-Anwärter, ne? Definitiv. Mhm. Aus Speyer. Wir haben 86 Kilo auf der Hantel. Bei Melina Thiele vom Athletenverein 1903 aus Speyer. Jawohl. Ah. Wo war das Problem? Vielleicht ist sie nicht sitzen geblieben. Vielleicht war es das, dass sie nicht fixiert hat, bevor sie aufstehen wollte. Wir werden das gleich nochmal sehen. Aber es sah auf jeden Fall so aus, als ob die Hantel ein kleines bisschen vor ihr war. Also in der Streckung ist die Hantel nicht ganz mit ihr mitgekommen. Und so wie wir es gerade schon gesagt haben, wenn unten die Hantel nicht fixiert oder nicht fixierbar ist, dann wird es schwer aufzustehen. Sie hat es noch versucht, aber den Schwung, den die Hantel hatte, konnte sie nicht mehr abbremsen. Und es wird wieder laut. Es wird wieder laut für Chantal Schreiber. Aber Frank Hinberger hat mir gesagt, dass eben Milena ziemlich viele Kraftüberschüsse hat, aber an ihre Nerven arbeiten muss. Die spielen ja heute auch eine große Rolle. Ich würde sagen, ja. Ich meine, bei dem, was wir im Hintergrund hier hören, 97. Da gehen mir die Nerven durch und ich muss nicht heben. Chantal mit 97. Wow. Bin ich vielleicht auf die Wettkampfrichter noch gespannt? Ja, zwei rote. 2-1 ungültig. Ja. Jetzt können wir die Zeitlupe noch mal laufen ungültig lassen. Ungültig, weil? In dem Falle
Sehen wir das noch in der Zeitlupe? Weiß ich nicht. In dem Fall hat man ganz gut gesehen, dass die Arme nachgewackelt haben. Bedeutet, in der Zeit, in der sie die Hantel fixieren wollte über Kopf, waren die Arme einen Moment lang gestreckt, aber dann hat sie nachgedrückt. Das heißt, der Ellenbogen ist zusammengeklappt ein kleines Stück. Sie hat nachgedrückt, um die Arme wieder zu strecken. Und das ist im Gewichtheben als ungültig zu werden. Aber da sind natürlich die Kampfrichter auch drauf geschult, weil da brauchst du ja wirklich Adleraugen, um das zu entdecken. Weil sie wirkt in diesem Augenblick ziemlich konfident, dass sie das eigentlich geschafft hat. Ja? Ist aber auch, also es kann auch eine Taktik sein, einfach zu jubeln, selbst wenn man merkt, dass es, dass es knapp werden könnte. Wenn man jubelt, dann ist es eventuell ein bisschen schwerer für einen Kampfrichter, als ungültig zu geben. Was haben wir auf der Hand mit 114? 3 Kilo Steigerung für Moritz Huber. Mit einem Körpergewicht von 74 Kilo. Stark. Lässt sich auch Zeit, bis er die Hantel weghebt. Das ist ja sehr individuell. Es gibt Leute, die gehen sofort an die Hantel, zack, bumm, Versuch ist fertig. Es gibt Leute, die warten da. Wir sehen im Hintergrund auch immer gerne mal diese Uhr. Man hat 60 Sekunden Zeit, sobald die Hantel beladen ist, diesen Versuch zu machen. Und ja, Moritz hat sich sehr lange Zeit gelassen. Aber war ein gutes Resultat. Aber er hat natürlich auch eine recht gute Figur, glaube ich, fürs Gewichtheben. Also ziemlich kompakt gebaut, eher kürzere Beine, muss man sagen. Ne? Kurze Oberschenkel helfen da definitiv. Ja. Langer Torso, kurze Oberschenkel. Und ganz wichtig, egal wie gut die Figur ist, wenn du einen Daumen hast, der zu kurz ist, bringt alles nichts. Vielleicht sehen wir das jetzt bei Julia. Denn beim Gewichtheben macht man die sogenannte Daumenklemme, wo man die Hantel einen Daumen zwischen Zeige und Mittelfinger einklemmt. Wir haben gerade gehört, ganzer Fuß, was soll das heißen? Das ist letztendlich ein Hinweis auf Balance, dass ihr die Balance halten soll, um die Hantel möglichst vertikal zu beschleunigen. Es wird niemals 100% vertikal sein, aber sie hat es definitiv so hinbekommen, dass ein gültiger Versuch mit 70 Kilo war. Und damit 3 gültige für sie. 53 Relativpunkte bringt Julia damit in die Wertung ein. Das ist schon stark. Nur im Reißen. 53. Das ist stark. So, dritte Runde. Lena. Daniel wird wieder etwas defensiver. Lino übernimmt also das Sprechen an dieser Stelle. Let's go, Lena. Sie nickt sich nochmal zu, um sich selbst zu sagen, ich schaff das, ich kann das. Daniel, du kennst sie. Was hat gefehlt? Ernsthaft? Ja. Das, was wir eben gerade gesehen haben im ersten Versuch beispielsweise, dass sie hinter der Hantel hergehen musste, war, das potenziert sich, je höher das Gewicht ist. Bedeutet, die Masse, die vor einem steht, weil die Hantel einem vor einem ist, wird immer schwerer über den Körper oder über die Schulter zu bekommen. Und das war in dem Falle leider ein bisschen zu viel. Da war ein kleiner technischer Fehler und das hat dann in dem Falle nicht gereicht. Schade, schade. Hier ist Annika Pilz mit ihrem dritten Versuch. 84? 84. Ein Kilogramm mehr als bei der Europameisterschaft. Wow. Regie, wir haben gerade die Frage, könnt ihr bitte ab und zu die Tabelle einblenden? Ich denke, wenn wir so ein paar Runden durch haben, können wir das bestimmt hinkriegen. Ich würde sagen, dass wir vielleicht dann auch immer nach den Gruppen, wenn die zu Ende gehen, dass wir die dann einblenden. Aber wir wollen natürlich auch auf der Bühne nichts verpassen. Deswegen. Auf gar keinen Fall. Und wir hatten auch noch die Aussage, werde den Sport nie verstehen. Gut, dann stellt uns Fragen. Wir versuchen, die so gut wie wir können zu beantworten. Und ich denke auch, am Anfang habe ich auch viele Sachen nicht verstanden.
Je häufiger man es guckt, umso simpler wird's. Und ich finde, man geht in diesen Sport auch mit extremen Vorurteilen ran, weil wenn man ein typisches Gewichtheberbild im Kopf hat, sieht aber man nicht eine Frau wie Milena Thiele zum Beispiel. Schaut euch das an. Das sind vollkommene Athleten. Richtig. Da ist jeder Muskel an der richtigen Stelle, alles stimmt. Während wir 87 sehen, nochmal ein Kilo Steigerung. In der Hoffnung, dass sie den hat. So, und jetzt stimmen auch dann die Nerven bei ihr. Dreimal weiß, der ist gültig. Ja, das magische Kilo mehr kann manchmal helfen. Wenn 86 nichts waren, dann packen wir noch ein Kilo rauf und dann werden es die 87. Kleine Anekdote noch zu den Vorurteilen. Das ist auch immer ein Problem, wenn man bei Umzügen helfen soll. Du bist doch Gewichtheber. Schlepp mal die Waschmaschine. So, es wird lauter. Chantal. Wie bitte? Chantal steigert auch noch mal ein Kilo, geht an 98 Kilo. Ich glaube, das war ein Witz vom Schellen des Gewichtheben-Podcast. Hat Lennart leider nicht verstanden. Und auch hier genau derselbe Tipp, der Trick. Ein Kilo mehr. Führt es zum selben Ergebnis? Macht sie. Oder? Ja. Ah, ich bin 24 Jahre jung, Chantal Schreiber. Schade. Das ist für Samswing jetzt natürlich der erste kleine Rückschlag. Ja, viel kleiner. So wie wir gerade auch schon gesagt haben, es ist die erste Gruppe. Bedeutet, man muss immer noch die Kirche im Dorf lassen. Wollen wir das sagen? Ich lese einfach mal vor. Aaron schreibt, sagt Hoffmann auch immer mit dem Umzug. Das finde ich mega gut. Aber das ist dann, vielleicht ist damit Matthäus Hoffmann gemeint. Und der ist vielleicht ein bisschen stärker, muss man auch nochmal dazu sagen. Ja. Was hat er jetzt gemacht? 217 in Armenien? Nee, waren das 217? Nee, stell mich nicht auf den Punkt. Ich weiß gerade nicht. Ich weiß, dass er 172 für die Bronzemedaille gemacht hat im Reiten. Jetzt aber erstmal Moritz Huber. Jetzt sind die Obrigheimer-Fans. Die sind jetzt auf jeden Fall da und laut. Ja, die wittern es. Lässt sich wieder Zeit. Und die war vorne. Schade. Ganz interessant, hat so ein bisschen so ein Selbstgespräch. So viel Dynamik in dem Augenblick. Moment. Also ich würde immer sagen, Dynamik grundsätzlich ist ein gutes Ding im Gewichtheben. Ja. Es ist häufig auch einfach, in welche Richtung die Dynamik gelenkt wird. Und man hat hier relativ gut sehen können, dass die Hantel vor dem Schultergelenk war, beziehungsweise auch der Oberkörper sich, wenn dann, hätte nach vorne neigen müssen. Und das war dann auch da sehr, sehr, sehr schwer zu halten. So, und jetzt geht's schon weiter mit der zweiten Gruppe. Ine Andersson aus Norwegen. Ich habe gesehen, sie ist ein richtiger Star. Ja? 65.000 Follower bei Instagram. Ist jetzt keine Selbstverständlichkeit, glaube ich, im Gewicht. Aber auch das spricht wieder super cool, dass so viele Leute da dahinterher sind und das cool finden. Ine Andersson, letztes Jahr in Albanien bei der Europameisterschaft Gold im Stoßen geholt. Da hat sie doppeltes Körpergewicht über den Kopf gestoßen. 201 hat Matthäus Hofmann gestoßen. Genau. Danke, Padu Kendu, für die Info. An den Gegner. Ja. Genau. Padu, vielleicht auch nochmal kurze Info. Wir haben tatsächlich sogar Gewichtheber im Chat. Die schreiben uns gerade. Das ist ein Sportler aus Grünstadt, welche letzte Woche aufgestiegen sind in die erste Liga. Also quasi direkt Konkurrenz. Ja, dann Glückwunsch zum Aufstieg. Kann er sich schon mal angucken, was ihn erwartet? Er kennt's. So, Lisa-Marie Schweizer, eine deutsche Bronzemedaillengewinnerin jetzt an der Hantel. 95. Mir wurde gesagt, aus Speyer, sie ist die stärkste Frau in Deutschland nach Relativpunkten. Das kommt sehr, sehr gut hin. Sie ist auch internationale Erfolge aktuell sehr, sehr gut und sehr, sehr weit mit dabei. Boah, ja. Der war hoch.
Wow. Es wäre natürlich cool, wenn man irgendwie mehr über Lisa Marie Schweizer erfahren könnte, aber ich weiß nicht, wo man das machen könnte. Daniel, da hörst du einfach den Random Max Out Podcast mit ihr als Gast. Steht da noch drauf, welche Folge? Genau, das wäre das als nächstes. Ich habe das aufgeschrieben, aber Lino hat, glaube ich, eine andere Aufgabe. Random Max Out Folge 25. 25 von wie viel habt ihr jetzt schon? Wir sind jetzt bei 66. 66. Genau. Und ihr ladet euch ja öfter Leute aus der Gewichtheber-Szene ein. Wie sind da auch die Rückkopplungen von den Athleten an euch? Positiv tatsächlich. Am Anfang musste man sich so ein bisschen durchbeißen, weil wir beide sind jetzt nicht aus Gegenden, die super bekannt fürs Gewichtheben sind. Also der Norden und der Westen sind jetzt nicht die Gewichthebe-Hochburgen. Ja. Und da muss man sich ein bisschen durchbeißen, aber ich glaube, mittlerweile ist man schon ein bisschen etablierter da. Ich meine, wir sind der einzige und der beste deutschsprachige Gewichtheber-Podcast. Jetzt ist die nächste Norwegerin hier auf der Bühne. Solfrid Eilai Amino Kuanda. Ganz, ganz aber starke Athletin. Gebürtige Finnin, was ich auch interessant fand. Ich hoffe, von Solfrid sehen wir heute noch einen Stoßen. Oh, das wäre... Wow. Wie einfach können 110 Kilo aussehen? Es wirkt bei ihr, also wie befreit und beflügelt, ne, dieser Versuch. Also das ist wirklich federleicht, als ob das wirklich federleicht ist. Ist es auch und das ist hochkonzentriert und egal wie gut und wie lange eine Person schon im Gewichtheben ist, jede Person, mit der ich bis jetzt gesprochen habe, hat ein gewisses Nervositätslevel am Anfang der ersten Hebung. Ja. Und das so gut aussehen zu lassen, ist halt schon eine Kunst für sich. Ja. Und da sieht man auch mal, man kann stark sein wie kein Zweiter, aber die Technik ist halt auch einfach entscheidend. Und ich finde, es sieht auch immer so schön aus, wenn es auf den Punkt kommt. Mhm. Mal gucken, wie es bei Akuran Hernandez kommt. Vize-Europameister geworden? Ja. Im Zweikampf für Spanien. 65 Kilogramm. Ja. Ist dann quasi da auch direkter Konkurrent von Simon Brandhuber. Den wir auch später noch sehen werden in der nächsten Gruppe. Ne? Ja. Wobei Simon Brandhuber ja immer so ein bisschen zwischen der 61er und der 67er hin und her switcht. So, und wir merken, die Stimmung, die wird jetzt hochgefahren für Roberto Guto, der einen besonderen Musikgeschmack hat und darauf auch Wert legt, dass dieser hier präsentiert wird in der Halle, wenn er auf der Bühne steht. Ja. So, jetzt wird's interessant. Und es wird laut voll. Roberto Guto ist halt wirklich einer, der auch eben gar nicht diese Stille bevorzugt, sondern eine gewisse Lautstärke. Man hört immer noch, die Musik ist immer noch laut. Er will es einfach. Er will es einfach. Und er hat sie. Der Mann aus Moldau, 22 Jahre jung, hatte ja beim letzten Bundesliga-Wettkampf, wir hatten es vorhin angesprochen, so eine kleine Strecke, war kurz vorm Platzen. Er ist doch geplatzt, oder? Hat er nicht alle drei im Reißen nicht reingebracht? Versuch mal kein Halbwissen hier reinzuschmeißen. Das war doch der Stream mit Klaus Renner von der Volksstimme. Mit Klaus Renner. Übrigens, liebe Grüße. Auf die AIDA. Auf die AIDA. Das Kreuzfahrtschiff. ja. Ja, auch wollte ich auch nochmal sagen, wir haben uns beide den letzten Stream angeguckt und hat das super cool und deswegen auch an Klaus Renner einen großen, großen Gruß. Er hat leider aber schon lange diese Kreuzfahrt gebucht gehabt nach St. Petersburg oder wo auch immer er hinfährt. Und dann hat man und war natürlich todtraurig. Man hat versucht, einen adäquaten Ersatz zu finden. Wir haben ihn gefunden. Naja. Von Random Max Out. Wenn unsere Zuhörerzahlen jetzt nicht so steigen wie die Hebung von Dirk Wasuarevs, dann weiß ich auch nicht. Ja, also auch da wieder. Na, man sieht gerade bei den international sehr erfahrenen Athleten, das war eine Hebung, die war grandios. So, wir haben einen kleinen Zwischenstand. Wir sehen 238 für Samswegen. Also Samswegen führt mit 9 Relativpunkten. Dahinter AV Speyer 229. Wow, ist das laut. Aber das ist auch noch super eng, oder? Es ist alles noch im Rahmen. Ja. Aber das, was du vorhin gefragt hast, es zeichnet sich ein kleiner Trend ab. Mhm. Und jetzt... Wow. Ja.
Und dieser Trend, der wird auch verfolgt von Lina Andersson. Aber das ist jetzt auch etwas, was bei dem die Trainer hinten im Aufwärmraum sind und natürlich drauf gucken. So, was müssen wir jetzt machen, damit wir entweder wieder ein bisschen aufholen. Ist auch immer ein bisschen Pokerspiel, ne? Definitiv, ja. Definitiv. Da stellt man sich die Frage, okay, erhöhe ich jetzt meinen Vorsprung beispielsweise um einen größeren Wert oder versuche ich Step by Step kleine Punktzahlen zu erreichen, damit man weiterhin nach oben angreift. Wir hatten ja auch telefoniert, Daniel, unter der Woche schon und haben uns ja auch darüber unterhalten, wie Samswegen hier den Staffelsieg geschafft hat gegen Durlach. Und das waren ja wirklich minimalste 0,5. Hast du es gemerkt? 0,8, glaube ich. Ja, also 0,8. wirklich ist ein Kilo, was sie hätten anders nehmen müssen. Und das war, glaube ich, dann schon hinten, dass sie abgewegt haben, wie viel können wir jetzt diesen Björn Günther noch raufpacken, auch auf seine Bestleistungen bisher, was er hier eventuell stemmen kann dann. Ne? Hat sie. Tut mir leid, dass ich einmal ganz kurz unkonzentriert war, aber Lisa Marie Schweizer hat 99 gerissen im zweiten Versuch. Kurz, und dafür ist Lisa auch ein bisschen bekannt, starke Schultern, starke Überkopfposition. Musste natürlich ein bisschen austarieren in dieser Wiederholung, in dieser Hebung, aber das hat sie stark gemacht. Müsste ich wahrscheinlich auch, wenn ich 99 reißen würde, von daher alles in Ordnung. Genau. So, Solfried Koanda geht an ihren zweiten. Mal gucken, ob der genauso leicht in Anführungsstrichen aussieht wie der erste. Sie ist jetzt 25 und hat erst vor 6 Jahren angefangen. Da haben wir ja einige dabei, die erst seit ein paar Jahren tatsächlich dabei sind. Also erst im Erwachsenenalter sich rangetraut haben ans Gewichtheben. Und da sieht man mal, wie viel auch möglich ist. Ne? Also wenn man zum Beispiel aus dem CrossFit kommt, eine sehr breite sportliche Grundausbildung hat, wenn man aus anderen Sportarten kommt, wie zum Beispiel in der Leichtathletik oder dem Turnen, da gibt es dann auf jeden Fall einen sehr guten Übertrag auf das Gewichtheben. Kannst du nebenbei, das ist eine 5 Kilo Steigerung von 110 auf 15. Das ist schon ordentlich. Das ist ordentlich. Zeigt aber auch, wohin es gehen soll. Ui. Der war ein bisschen weit vorne. Ja. Dementsprechend ungültige Hebung. Manchmal sieht man das leider nicht auf der Kamera, dass man die Beine während der Hebung sieht, sondern die zoomen ein bisschen rein. Daher ist es immer schwer, den Hantelverlauf zu sehen, womit man das dann 100% bewerten könnte. Es sah jetzt so aus, dass die Hantel ein bisschen nach vorne geschlagen wurde. Und dieses nach vorne schlagen ist, wie wir es vorhin schon gesehen haben, bei Lena zum Beispiel, dass es kaum aufholbar ist. Lisa Marie mit ihren starken Schultern hätte es vielleicht noch haben können, aber in dem Falle leider zu weit vorne. Was ich zum nächsten Sportler gerne sagen würde, was mir eben, glaube ich, aufgefallen ist, es sah extrem, extrem schnell aus in der Phase des Umgruppierens. Das bedeutet, nachdem die Hantel nach oben beschleunigt wurde, die Hantel treibt, wirkt es so, als ob er sehr, sehr schnell in der Hocke landet. Vielleicht wiederholt sich das. In meinen Augen. Wow. Stark gerettet. Was man jetzt ganz interessant gesehen hat, also vorher bei Solfried, sie hat sehr laut und aktiv die Füße gesetzt. Ja. Jetzt bei Juan war es quasi praktisch kein Füße setzen. Also auch das ist beides möglich. So, jetzt Musik. Ja, da kommt die Musik. Auf Kommando. Musik wird laut, Musik bleibt laut. Roberto Guto aus Samswegen. Man nennt ihn auch The Go-To. Erstes Mal Bundesliga hier 2014. Mehrfacher deutscher Meister bei den Junioren und in der Jugend. Und auch nur 1,70 Meter groß. Bringt 73,3 Kilogramm eigenes Körpergewicht hin. Schwarze Schuhe. Mit goldenem Nike-Zeichen. Kurzes Wackeln im Ellbogen. Aber die Fahnen, alle drei Weiße, gehen nach oben. Also hast du eventuell mehr gesehen als die Kampfrichter jetzt? Vielleicht habe ich mich verguckt, vielleicht war es die Perspektive, vielleicht war es ein kleines Wackeln, man weiß es nicht. Was mich ja wundert, die Kampfrichter, die sitzen alle aufgereiht frontal zur Bühne. Sitzen die normalerweise nicht auch so schräg zur Bühne, dass sie eben das noch besser beurteilen können, was du gerade angesprochen hast, Lina?
Ja, normalerweise hat man einen frontalen und zwei schräge. Die beiden sind jetzt hier auch schräg außen, allerdings nicht ganz so weit außen. Von daher, ja. Obrigheim wird laut. Obrigheim wird sehr, sehr laut. Denn es geht auf 144 Kilo für Rittwas. Auch eine 7 Kilo Steigerung. Rittwas ist zu hart. Charlotte. Bei einigen Hebungen gibt es einfach, ist es einfach so, dass ich nichts dazu sagen kann. Weil sie so perfekt sind. Man kann es einfach genießen. Ich würde nicht perfekt sagen, ich glaube, wenn man möchte, kann man immer was sagen. Aber es war definitiv ausreichend für eine unglaublich gute Hebung. Und das so. Natürlich wieder mit Gewicht. Da sehen wir die Tabelle wie gewünscht von Didut. Und da sehen wir Stefan Bruse, der Ine Andersson auf die Bühne schickt. Wir starten in die dritte Runde. Vielleicht da noch mal ganz kurz zum Überblick. Sorry, man sieht auf der Tabelle, man hat eben gesehen, wir sind relativ knapp. Also Samswegen führt mit 11 Punkten vor Obrigheim und 2 Punkte dahinter ist der Speyer. So. Samswegen 246,5 Punkte. Jawohl. Ein Zugversuch. Und darauf hoffen natürlich jetzt die anderen Mannschaften, dass genau sowas passiert und man sich nochmal um 3-4 Kilo oder Punkte näher rantasten kann. Sowas ist halt auch einfach Kopfsache. Ne? Ist viel Kopfsache, ist der Druck, vielleicht auch eine Konzentration, die kurz nicht da war. Häufiger mal, und das kann man jetzt tatsächlich wirklich nicht sagen, häufiger ist es auch, dass die Hantel in dem Fall ein bisschen weiter vor dem Körper ist und dass die Person, die dann an der Hantel ist, sich sagt oder im Nervensystem sagt, okay, da kann ich gar nicht drunter kommen. Da müsste ich nach vorne drunter springen und das also geht nicht. Also es ist wie so eine Schutzbewegung dann in dem Augenblick. Das passiert auch häufiger mal, ja. Lisa, Marie Schweizer. 102 Kilo. Würde nochmal 3 Punkte näher an Samswegen rücken. Der ist wichtig. Wow. Und den hat sie. Und wieder stark stabilisiert. Das ist Daniel, weißt du, was mich unheimlich freut? Dass wir von Lisa einfach mittlerweile häufiger Versuche über 100 Kilo sehen. Stimmt. Das ist ja mittlerweile in Anführungsstrichen nichts Besonderes mehr. Ja. Crazy. Lisa hatte unheimlich lange mit ihrem Knie zu kämpfen. Mhm. Sie musste ja jetzt die Gewichtsklasse hoch zur 71er wechseln, weil sie war früher eine 64-Kilo-Sportlerin. Und dann in dem Zuge, wo dann relativ viel Kniebeugen etc. gemacht wurden, ja, haben sich dann da auch kleine Probleme eingeschlichen bei ihr. Und deswegen freut es mich jetzt umso mehr, ja, dass sie da einfach wieder performen kann. So, Solfried geht nochmal an die 115. Und da sieht man, dass es wichtig ist. Jetzt wird nicht irgendwie gesteigert, sondern die wollen die 5 mehr Punkte durch die Hebung haben, um ranzukommen. Das war vielleicht etwas zu ambitioniert dann in diesem Augenblick. Ja. War das? Nee, das war nicht der erste Versuch, den wir heute nach hinten gesehen haben, ne? Nee, da war vorhin, ich glaube, Milena. Ich weiß gar nicht. Oh. Man ist dann aber auch bei so einem Bundesliga-Finale echt immer ein bisschen, sagen wir, mit drin, mit aufgeregt. Aber ich habe gelesen, in Armenien hat sie mit 35 Kilogramm Vorsprung gewonnen. Was sagen 35 Kilogramm Vorsprung aus? Dass man verdammt stark ist. Mit 35 Kilo Vorsprung gewinnen ist schon. Also man muss aber auch sagen, Solfried ist eine absolute Ausnahmeathletin. So, jetzt fände ich es schön, wenn wir hier mal auf die Füße achten könnten bei Juan, weil er wird seine Füße sehr wahrscheinlich in diesem Versuch auch kaum setzen. So, da sehen wir die Füße frontal. Was hast du jetzt gesagt? Er hat sie ein bisschen gesetzt. Vielleicht hat er deswegen den Versuch auch nicht machen können. In dem Versuch vorher hat er sie kaum gesetzt, beziehungsweise sehr leise. Und auch da gibt es sehr individuelle. Ja. Danke, Michelle, übrigens für das Feedback. Das war der erste, den wir nach hinten verloren gesehen haben. Ja.
Also ihr seid immer noch eingeladen, gerne mit uns zu kommen, zu schreiben, zu kommentieren. Wir werden das alles lesen. Gut, dass Michelle auch. Natürlich, eine Person passt auf. So, so, die Musik bleibt an. Und Musik ist laut, Roberto. Vorletzte Hebung dieser Gruppe. Geht aber nicht mehr, wenn es laut ist. Drei Kilo mehr. Ich würde Dampfwegen auf 249 hochbringen. Die macht er. Die macht er. Die mit stark. Einem Schrei macht er den. Stefan Rute, der Trainerbetreuer, rastet aus an der Seitenrand. Und happy. Das Dorf ist happy. Stark. Er hat auf der Europameisterschaft sogar noch 3 Kilo mehr reingebracht. 147, ne? Ja. Oder? Ich glaube, ich habe 46, aber okay. Da möchte ich mich jetzt bitte nicht... Lass uns nicht streiten. Wir streiten uns nicht um das eine Kilogramm, wobei diese eine Kilogramm ja heute eventuell entscheidend werden können. Ich glaube, Samswegen, Germania, Obrechtheim und Speyer werden sich um dieses eine Kilo nachher streiten. So, also fürs Reißen wird es jetzt tatsächlich relevant. Ich sage einmal so, wenn Ritfass den macht, ist Obrechtheim auf jeden Fall noch dran. Wenn er nicht macht, wird es in der nächsten Gruppe tatsächlich sogar schwer mitzukommen im Reißen. Und der Punkt im Reißen ist wichtig. Heute ist jeder Punkt pro Disziplin absolut, absolut wichtig. Aber er sah ja in seinen ersten beiden Durchgängen, das muss man ja auch sagen, sehr stabil aus, ne? Ja. Wow. Hey. Und genau so sieht es im dritten aus. Richtig. Er zeigt auch auf das FVO mit seinem Logo. Michelle, Herz geht raus an dich. 146 waren das. Können wir noch einmal den Zwischenstand nach der zweiten Gruppe Reißen haben? Wir sehen, Samswegen führt 249,5. 10 Kilogramm Punkte dahinter. Germania Obrechtheim 239,5. Dann Speyer mit 236,5. Aber es gibt im Gewichtheben eine ganz, ganz wichtige Regel. Die heißt, Daniel? Im Stoßen wird ein Wettkampf gewonnen. Ungefähr so. Ja. Wettkampf entscheidet sich im Stoßen. Von daher, natürlich ist es wichtig, jetzt diesen Vorsprung zu sammeln. Man legt eine Base, ne, auf der man dann aufbauen muss oder kann. Ja. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich gute Reißer habe, dann muss ich da einfach die Punkte, die darf ich auf gar keinen Fall auf der Strecke liegen lassen und muss quasi alles mitnehmen. Ich bin ja ein kleines Fußballmädchen und David hat gerade was über Witziges so geschrieben. Huber heute mehr am Reißen als Pep at Man City. Geil. Also wirklich. Grandios. Ziemlich genial. Aber dafür liebe ich das. Und ich bin auch so froh, dass wir auch über YouTube streamen, weil wir einfach kommunizieren können. Man kann solche Sachen mit einbringen und das ist einfach... Man kann sehen, dass Leute Bock drauf haben. Genau, dafür haben wir uns ja dann heute dann doch für diesen YouTube-Stream entschieden und nicht nur bei Sport im Osten zum Beispiel in der App oder auf den MDR-Livestream-Seiten, sondern eben auch hier bei Sport im Osten auf YouTube vertreten. Gruppe Nummer 3. Nina Stärks, eine Olympionikin. Aus Belgien. Es geht mit 90 Kilo raus. Sie kam als 16-Jährige nach Speyer, wurde mir gesagt. Hat sich von dort aus so Weltmeisterin und Weltrekordhalterin entwickelt. Ja. Sie hat den Junioren-Weltrekord im Stoßen, hat 118 Kilo gestoßen als 55. Da habe ich dieselbe Zahl wie du. Als 55 Kilo Sportlerin. Und steigt auch hier mit brutalen 90 Kilo ein. Also sie hat ja auch einen Spezialtrainer, Tom Gilgebühr. Ja. Dreimaliger Olympiateilnehmer. Zu Tom habe ich kaum Infos. Ich weiß nur, dass er unglaublich lange im Gewichtheben war. Von 11 bis 18 selbst in Speyer aktiv. Ah, okay. So. Der nächste eventuell Zukunfts-Olympionik. Jetzt Paris 24 steht in der Planung. Simon Brandhuber. Nationalmannschaft Deutschland steigt hier mit 130 ein, streckt sich auch immer. Das ist so ein bisschen sein Ritual. Er kommt ja eigentlich aus Bayern, aus der Rodinger Talentschmiede und hat sich dann seit 2020 für Speyer entschieden. Gewohnt stabil. Aber schwer irgendwie.
sah ein bisschen schwer aus, oder? Ich würde sagen, das sah nicht so schnell aus, wie man ihn vielleicht sonst kennt. Er hat halt auch noch eine EM in den Knochen stecken. Zwei Wochen her. Ja. Für einen Leistungssportler ist er mit dem Alter 32. Ist er jetzt 32? Ich meine, Simon ist jetzt 32. Naja, wenn er in Rodingen 19 Jahre war und jetzt schon 3 Jahre in Speyer ist, dann scheint er schon ein paar Jährchen. Ja, definitiv. Ich muss einmal noch eine kurze Sache sagen. Sag, bitte. Wir haben einen Gruß vom 10-Weizen-Kerle. Grüße gehen raus an Böbingen, mit Finalteilnehmer des letzten Wettkampfes in der zweiten Bundesliga. Simon Brandhuber, übrigens Weinliebhaber, wurde mir gesagt. Okay. Also. Vielleicht ist er auch deshalb so in Richtung Pfalz gegangen. Jetzt einen Silbermedaillengewinner der letzten Europameisterschaft. Nico Müller sehen wir auf der Bühne. 150 Kilo. Boah, ist der schnell. Meine Güte, ist Nico schnell. Er macht kurzen Prozess hier auf der Bühne bei seinem Einstand. Das ist für mich immer so ein bisschen deprimierend. Nico und ich sind die gleiche Gewichtsklasse. Und ja, und Nico lässt Gewichte leicht aussehen, da kann man nur von träumen. Ich sag's, wie es ist. Aber Lino, wie ist dann die Kraft von ihm zu dir anders verteilt? Kannst du das sagen? Ich bin einfach zu schwach, sagen wir es, wie es ist. Also. So, jetzt haben wir es. Ja, Nico und Günther. Und da kann man sehen, Speyer führt gerade noch, aber es kommen noch Hebungen von den anderen Mannschaften. Björn Günther, 26, aus Breitenrode stammt, der aus Thüringen. Und ist ein, wie man sieht, schweres Schwergewicht. Mhm. Oh, lässt sich reindrücken, kontrolliert. Sind die gültig? Die sind gültig. Aber es war auf Messerschneide, oder? Absolut auf Messerschneide. Man kann immer sagen, wenn die Hantel vor einem landet in der Hocke, dann kann man da noch ganz gut arbeiten. Wenn sie weiter nach hinten wandern will, dann ist irgendwann Stopp. Und er hat das noch mit so einem kleinen Schritt versucht zu machen. Also ich sag mal, nach vorne kann man 3-4 Schritte machen, nach hinten 3-4 Schritte, das ist schwer. Ja. Also wir haben jetzt hoffentlich, könnt ihr das auch gut lesen, haben wir die Ergebnisse im Reißen, die Mannschaftsergebnisse unten im Bild zu sehen. Ah. Ich habe mich bemüht. Sehr gut. Daniel, dafür bist du heute hier. Nur dafür. Ja. Klaus Renner kann jetzt also auf seiner AIDA beruhigt durch die Meere schippern. Er sieht Pina Colada trinken. Die Ergebnisse hier. Und Matthäus Hofmann, Bronzemedaillengewinner der EM im Reißen. Startet mit 160. 172 Kilo hast ja, du auch die? Genau. Okay, genau. Sehr gut. Bin ich ja schon mal beruhigt. Jetzt sind 12 Kilo weniger, aber er hat natürlich jetzt einen Wettkampf in den Knochen vor einer Woche. Und einige sagen, das macht nicht viel aus, andere sagen, es macht viel aus, aber mit Reisen und allem drum und dran ist das natürlich schwer. Wir haben jetzt in der Gruppe einige Sportler gesehen, die auch im Bundesschützpunkt trainieren. Arkadiusz Michalski, 160 Kilo auf der Hantel, polnischer Kaderathlet. Bringt er aber auch natürlich 113,6 Kilogramm selbst mit. Mhm. Das wird dann mit der Relativpunkte abgezogen und auch hier ein solider erster Versuch. Aber interessant fand ich jetzt, also als Gewichtheberlaie, für mich war die Hantel ein bisschen verzogen. Sie war links für mich vom Gefühl her höher als rechts. Ist das, macht das was aus, oder? Ja und nein. Das passiert manchmal. Manchmal ist es ist teilweise tagesbedingt, es ist teilweise Sportler oder Sportlerin bedingt, dass das Muskulatur oder Sehnen- und Bänderapparat manchmal ein bisschen fester oder weniger oder mehr arbeiten. Und manchmal ist es auch einfach die Hantel, die nicht so perfekt fliegt, wie man es gerne haben wollen würde, sodass man da ein bisschen gegensteuern muss. Ja. Hat der Sportwissenschaftler noch was dazu zu addieren? Nein. Nein. So funktioniert es auch im Podcast übrigens. Ja und nein, ist ja ein total toller Podcast. Den muss ich mir unbedingt anhören. Random Max Out. Und Nina Stärk. Jetzt haben wir übrigens die erste Runde in der dritten Gruppe durch und jetzt sind die Punkte wirklich relevant.
weil jetzt jeder Heber und jede Heberin der Mannschaft gehoben hat. Und jetzt sind die Trainer am Gucken, okay, Speyer führt mit, wie viel sind das? 11,4 Punkten vor Obrigkeim und dann nochmal einige Punkte vor Samswegen. Und jetzt muss gerechnet werden, wie viel Kilo müssen wir jetzt hinzuaddieren. Ich bin auf Ninas Hocke gespannt. Er hat ja meistens so ein bisschen, ich möchte es nicht wackelige Hocke nennen, aber braucht manchmal etwas hohe länger, Ansprüche, um die Hantel unten in der Hocke zu fixieren. Mal gucken, wie sie es jetzt macht. 90, 3 Kilo Steigerung. Und genau so, wie du es beschrieben hast, Lena, yes, oder? Yes. Sie lässt sich Zeit. Sie nimmt sich Zeit, sie lässt sich Zeit und fixiert die Hantel. Aber trotzdem war es dennoch auch etwas wackelig. Ne? Also man hat schon gesehen, wie da es wirklich arbeitet in den Beinen. Ja, das ist aber auch einfach eine Fähigkeit, die man haben muss. Ja? Also einfach mal eben in Anführungsstrichen diese, was hat sie jetzt gerade gerissen, 93, da unten mit einem Körpergewicht von knapp, von unter 60 Kilo so zu fixieren. Das ist Weltniveau. Das ist, also wir reden hier wirklich von Weltniveau. Nina stärkst wir ja auch, wenn alles gut läuft, nach Paris 24 zu kommen. Das, ich glaube, wird realistisch sein. Ja. Also wir haben ja auch noch, wir haben ja auch noch nationale oder kontinentale Wertung. Da haben wir Wildcards und sie als Europäerin in der niedrigen Gewichtsklasse hat da gute Chancen. So wie eben auch Simon Brandhuber von Olympia träumt. Mhm. Geht auf 33, 133. Wiegt jetzt 66 Kilo. Bei Olympia müsste er auf 61 runter, weil die bis 67 Kilo Klasse gibt es dort nicht mehr. Stark. Wow. Und ich komme aus dem Boxen. Ja. Ich weiß, wie hart dieses Abkochen ist und wie viel Kraft dann auch tatsächlich deswegen auch nochmal verloren geht. Ne? Und nicht wenige Kämpfe im Boxen werden verloren, weil eben vorher dieses Abkochen stattgefunden hat. Ich muss sagen, mein Ursprung ist auch im Kampfsport und das Abkochen im Kampfsport ist nochmal ein bisschen anders, weil es würde theoretisch noch mehr Maximalkraftfähigkeit ziehen und dementsprechend wird es im Gewichtheben nochmal ein bisschen anders gemacht und im Boxen wird ja auch meistens 24 Stunden vor dem Wettkampf eingewogen. Hier wurde anderthalb Stunden vor der ersten Hebung eingehoben. Also da hat man dann nochmal ein bisschen andere Bedingungen als im Boxen. So. Nico Müller versucht, Obrigkeim mit 5 mehr Punkten oben dran zu halten. Der ist so schnell, mein Gott. Und schon wieder geht er nicht in die Hocke. Und von ihm werden wir ja wahrscheinlich auch die wahren Höchstleistungen dann im Stoßen sehen, ne? Weil da ist er ja. Ich habe ihn vorhin gefragt, also jetzt ist es ja egal, jetzt kann ich es hier im Stream auch sagen, werden wir heute 200 sehen? Da habe ich gesagt, ja. Ja. Da habe ich auch noch jemand anders gefragt. Ja. Jemand anders hast du gefragt? Ja, ich habe noch jemand anders gefragt. Vielleicht ist diese Person auch gerade auf der Bühne. Liebe Grüße, Tini. Sie sagt, 110 Kilo sind Weltrekord bei den Frauen bis 59. Und da sind wir nicht so weit weg von. Und Björn Holzi. Laut. Ich finde, der Björn Günther hat ein unfassbares Charisma. Ja. Also der reißt einen so mit und so rein in diesen Sport, dass man einfach gar nicht anders kann, als in diesem Augenblick ein Björn Günther-Fan zu sein und mitzufiebern an dieser Stelle. Also bei Björn Günther oder bei Björn kann man auch nochmal sagen, er ist aufmerksamer Hörer unseres Podcasts und hat uns dann mit einigen Insidern auch schon mal konfrontiert. Ist ein super netter Typ. Ich habe mich auch vorhin mit ihm bestimmt noch mal, weiß nicht, 10 Minuten unterhalten und er ist sehr bodenständig, aber auf der Bühne ist er absolut in seinem Element und da kommt jemand raus und das gefällt mir unheimlich gut. Matthäus Hofmann geht auf 165, 5 Kilo mehr. Ihr könnt euch das in der Tabelle unten ganz gut reinrechnen, das würde Obrigkeim jetzt auf 369 Kilo bringen und die sind wichtig, ganz, ganz wichtig. Dementsprechend konzentriert. Die Halter, gut. Ist der Jubel der Halle in diesem Augenblick, wo sie von der Hocke aufstehen, schon die Gewissheit, okay, sie schaffen es, oder ist es eher der Support, er soll es schaffen? Oder ist es ein Mix von beiden?
Und ich würde sagen, es ist ein erschafftes. Beim Reißen weiß man eigentlich bei diesen ganzen erfahrenen Sportlerinnen und Sportlern, sobald die Hantel in der Hocke fixiert ist, müssen sie in Anführungsstrichen nur noch damit aufstehen. Es klingt natürlich leicht, mit 165 Kilo am Kopf einfach aufzustehen. Aber das sind dann doch die relevanten Sachen. Später werden wir es auch beim Umsatz sehen, vom Stoßen. Mhm. Da wird es wichtig. Ja, da wird es wichtig, dann damit aufzustehen, weil da die Lasten einiges höher sind. Auch Arkadiusz Michalski hat sich an die 165 gewagt, hat sie aber nicht geschafft. Damit sind wir wirklich in den letzten sechs Hebungen des Reißens, der ersten Teildisziplin. Und wie gesagt, wir gucken auf die Liste. Es wird schwer. Jede Mannschaft hat nur noch zwei HeberInnen und dementsprechend nur zwei Möglichkeiten zu steigern. Es wird unwahrscheinlich, dass mehr als 5 Kilo gesteigert wird. Eher so bei 3 Kilo um und bei, je nach Körpergewicht und Last, die gehoben wurde. Nina steigert jetzt zum Beispiel um 2 Kilo. 2 Kilo, genau. Die letzten 6 Reißversuche des heutigen Bundesliga-Finals. Kadu schreit, bin sehr stolz auf Matze, nach so viel Verletzungen trotzdem immer am Ball geblieben. Ja, das ist, also Matthäus Hofmann ist sehr verletzungsgeplagt gewesen. Beschreibt dich jetzt aber, glaube ich, gerade aktuell selbst als gesund, fit und selbstbewusst. Ne? Also voll. Sonst wird man nicht Bronze im Reißen gewinnen bei den Europameisterschaften. Und er hatte einmal ein großes Pech, ich weiß gar nicht mehr, welcher Wettkampf das war. Währenddessen, Nina Stärk springt unter die Hand und springt durch, hat die 95 Kilo nicht zur Hochstrecke gebracht. Matthäus Hoffmann hatte einmal das Pech, dass er in einer Teildisziplin auf einem Wettkampf eine rutschige Plattform hatte, wo sich vorher schon andere Athleten beschwert haben, dass sie rutschig ist. Und er ist da einmal mit weggerutscht und hat sich da offensichtlich relativ doll verletzt, was ihn echt ein bisschen rausgeholt hat. So, und umso schöner, dass er sich jetzt wieder zurückgekämpft hat und dann ja offensichtlich auch sehr große Leistungen bringen kann. Simon hat Bock, Simon ist heiß. Simon hat immer Bock und Simon ist immer heiß. Und Simon geht gerne angeln. Das heißt also, er scheint auch über genug Ruhe und Ausdauer zu verfügen. Da kommt der Funfact raus. Wein trinken, angeln, Gewicht heben. Ich weiß alles. Nur nicht zum Gewicht. So. 2 Kilo Steigerung, 135. Ja, jedes Kilo ist ein Punkt. Es geht um alles. Langsam weggehoben, da war die Höhe nicht mehr da. Wir haben vorhin darüber geredet, dass die Hand teilweise vorne landet etc. Ja. In dem Falle war es gar nicht mal so wirklich. Man hat gesehen, da war gar kein Platz mehr zum Abbremsen der Hantel in der Hocke. Es war, und das hört jeder Sportler oder jede Sportlerin hört das nicht gerne, das war in dieser Hebung ein Tick zu schwer. Sorry Simon, er wird mich hauen. Trotzdem muss man sagen, Simon ein Kilo mehr gemacht als bei der Europameisterschaft in Armenien, wo er vorletzte Woche, haben wir gesagt, war er da noch. Ja. Genauso wie Nico Müller. So, jetzt bin ich gespannt, ob Nico wieder so schnell sein wird. 159 Kilo. 4 Kilo Steigerung. Man sieht, das ist keine runde 5 Kilo Steigerung, sondern Safety First. Ja. Punkte reinkriegen. Wichtig. Es ist laut. Und das war die richtige Entscheidung für Ulrich Hein. Da wird schon mal zu den Fans auch gejubelt. Ja. Ich mag das bei Nico unheimlich. Nico, das haben wir bei dem ersten und zweiten Versuch gesehen. Er ist so ein bisschen wie so ein Soldat. Er ist ja auch Sportsoldat. Er macht die ersten zwei Versuche und geht einfach von der Bühne. Und im dritten Versuch feiert er dann auch. Ja. So, jetzt kommt Charisma auf die Bühne. Jörn Charisma. Mr. Charisma. Unsere Podcast-Folge mit Björn. Wie ist der Name? Weiß ich noch nicht. Lass mich noch überlegen. 165, 5 Kilo Steigerung. Auch endlich hier. Mal Charisma im Podcast. Sehen wir die Punkte? Wir sehen Konzentration. Wow. Hat sich stabilisiert. Und jetzt ist laut. Geil. Und das meine ich halt, ne? Dieser Dampf, der dann auf der Bühne ist. Stefan Bruse, happy. Selbst Roberto Guto hat man im Hintergrund gesehen. Oh. Und schon wieder nur eine halbe Hocke. Aber lass uns doch mal über Björn Günther sprechen und seine Mimik auch in dem Augenblick. Also ganz viel
ist ja da auch dann offensichtlich, was er sich über den Mund nochmal, warum hat er den so weit offen? Ist es, damit er mehr Luft hat oder ist es einfach nur, weil er sich damit besser und sicherer fühlt? Ganz ehrlich, da können wir beim Stoßen nochmal drauf achten. Jörn atmet immer ganz komisch vor seinen Versuchen. Ja. Also atmet ganz häufig aus. Ich muss euch unterbrechen. Samswegen, letzter Heber im Reißen. Samswegen gerade mit 363,5 Punkten. Wir wollen hier nochmal 5 Kilo, 5 Punkte hinzufügen. Und wenn er die hat, das sieht sehr gut aus. Dann ist das wichtig. Ja. Dann ist es sehr, sehr wichtig. 368,5 Punkte. Aber eine rote Fahne ist hochgegangen, zwei weiße. Dann wird es ein bisschen weicher ausgesehen haben in den Armen. Solange zwei weiße und nur eine rote dabei ist, ist alles fein. Deswegen haben wir dann ja auch hier im Gewichtheben drei Kampfrichterinnen in diesem Fall auch, um da halt einfach so ein Best of Three aus drei verschiedenen Perspektiven. Manchmal sieht man was von einer Seite, was man von der anderen Seite nicht sieht. So, der letzte Reißversuch des heutigen Tages. Jetzt kommt nochmal Matthäus Hofmann. Letzter Versuch des Tages, wie du gesagt hast, im Reißen. Und Obrigheim rastet aus. 169 Kilo. Damit kann Obrigheim sich die Führung holen. Ja, das sind 4 Punkte. Das sind genau, das wäre gerade. Das wäre notwendig. Wenn er die macht, dann hat Obrigheim den Punkt. Ansonsten mit Speyer. 0,6. Relativ, wo wir bei spannend und knapp waren. Das sieht gut aus. Die hält er, stabilisiert. Ganz stark. Und jetzt feiert er sich. Ich hab Gänsehaut. Ich hab auch nicht die Gänsehaut. Und der Chat sagt auch Matze. So. Ganz stark. Ganz stark. So, wir sind durch mit dem Reißen. So schnell geht das. Unfassbar, oder? Sabrina, ich kann nicht mehr. Du kannst jetzt schon nicht mehr. Ich kann nicht mehr. So, wenn wir auf die Tabelle schauen, sehen wir, dass Obrigheim und Speyer unfassbar nah aneinander liegen. Und Samswegen, wie weit von beiden jetzt schon entfernt ist? Was heißt jetzt schon? Das ist eine Frage an euch, also nach der Wertung. Ist das viel, ist das wenig? Das ist machbar. Das ist definitiv machbar. Ich schätze die Samswegener sogar im Stoß ein kleines bisschen stärker im Grundsatz ein. Samswegen hat zwar Annika Pilz und Chantal Schreiber, aber haben nicht so den Fokus auf die leichten Personen gesetzt, sondern eher so auf die Björn Gunthers. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es nochmal richtig, richtig knapp wird. Ich bin auch gespannt, ob wir jetzt hier personelle Veränderungen sehen. Jörn Günther steht hier auch vor der Bühne. Yes. Das wird es auch geben, yes. Ja. Kurze Info. Padu, kennst du? Ja. Hat nochmal ganz kurz geschrieben. Und zwar, wir haben über Matthias Hofmann geredet. Der hat einen vierten Versuch bekommen bei der Weltmeisterschaft, nachdem er abgerutscht ist. Und dann bei 173 dann auch gerissen, glaube ich. Glaubt er. Und das ist leider dann passiert und konnte leider das Stoßen dann nicht fortsetzen. Dementsprechend da nochmal die Rückmeldung dazu. Danke, Padu. Du hast ja auch die Finalrunde von 2022 mitgebracht, als Speyer auch mit Obrigheim in den Wettkampf stand gegen Mutterstadt und damals mit 957,8 Punkten. Jetzt sehen wir gerade, letztes Jahr hat Speyer im Reißen satte 400 Relativpunkte gemacht. Im Reißen. Davon sind sie ein ganzes Stück weg. Ja, knapp 23 Punkte, 22. Wie sieht es bei den anderen aus? Obrigheim zum Vergleich. 382. Also so circa 382,3, circa 5 Relativpunkte weniger gemacht. Dieses Jahr. Was hat denn Mutterstadt? Nee, was hat Speyer? Was hat Speyer anders gemacht als dieses Jahr? Ja. Zum Beispiel war Jürgen Spieß dabei. Jürgen Spieß war dabei, aber der hat gestoßen. Der hat nur gestoßen. Der hat nur gestoßen, okay. Ja, Julia Schwarzbach hat da das Reißen auch übernommen, so wie dieses Mal auch. Ich weiß es gerade gar nicht. Björn Günther hat auf jeden Fall dieses Jahr 5 Kilo mehr gerissen. Dieses Jahr hat er 55, 60, 65 gemacht. Letztes Jahr 50, 55, 60. Und Briken Kaya
war damals der beste Heber, wenn ich die richtigen Informationen habe, 155 Kilogramm im Reißen stoßen. Ich vermute mal, wir haben ja, wir haben ihn ja hier rumtanzen sehen. Ja, der ist heute mal, auch in der Halle. Wir werden ihn wahrscheinlich im Stoßen dann sehen. Okay. Lass uns mal bei Jürgen Spieß sprechen. Er ist ja der erfolgreichste Sportler mit in Deutschland. Dreimal Olympia, ist diesmal aus persönlichen Gründen nicht mit dabei, aber wir schicken liebe Grüße. Liebe Grüße. Ja, definitiv. Die gehen raus. So, wir müssen die Bühne zeigen, wird uns. Dann zeigen wir die Bühne. Da findet gerade eine. Ich kann's verstehen, wenn man uns nicht so gern sieht. Show statt. Von der OK-Tanzgruppe und wollen wir uns mal ganz kurz mal für 5 Minuten Redepause nehmen wir und dann melden wir uns gleich zurück. Sehr schön. Meine Damen und Herren, ich habe noch eine schöne Nachricht zu verkünden, und zwar haben ganz einfach mal der Florian Sperl bzw. der Dennis Eichner, der Vizepräsident des BVG, ist hier noch einige kleine Ehrungen durchzuführen. Und Dicky, hast du mal ein schönes Mikro? Florian Sperl, funktioniert das? Funktioniert. Ja, meine Damen und Herren, wir möchten natürlich die Gelegenheit nutzen, ein paar Ehrungen vorzunehmen. Ich möchte auf die Bühne bitten, Simon Rathuber, Lisa Marie Seitzer, Nico Müller und Matthias Hoffmann. Dann möchte ich auf die Bühne bitten, unseren Bundestrainer Almir Velagic, Adela Nanzi und Mette Körten. Ja, wie alle Jahre machen wir ja die Umfrage Gewichtheberinnen und Gewichtheber des Jahres 2022. Und gewählt wurde letztes Jahr als Gewichtheberin des Jahres 2022 Lisa Marie Seitzer. Herzlichen Glückwunsch. Und wir hatten zum ersten Mal ein gleiches Ergebnis, nämlich zusammen mit Antonia Ackermann. Sie hat den Preis erhalten, aber ich möchte dir jetzt herzlich gratulieren zur Gewichtheberin des Jahres 2022. Und natürlich gibt es auch ein Gewicht für das Jahr 2022. Und da darf ich gratulieren an Simon Brandhofer. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und vor kurzem war ja die Europameisterschaft im Gewichtheben in Armenien, und da haben wir wirklich eine Glanzleistung abgeliefert, und da möchte ich ganz herzlich gratulieren unserem Bundestrainer Almir Velagic. Herzlichen Glückwunsch. Und natürlich dem gesamten Team im Leistungssport GmbH. Herzlichen Glückwunsch natürlich allen voran den Athletinnen und Athleten. Ja, und wir dürfen Gutscheine überreichen vom BVDG und vom Fördergeist an die Lisa. Sie hat Bronze im Reisen geholt mit 103 Kilo. Herzlichen Glückwunsch. Max Lang, Bronze im Stoß mit 185 Kilo. Auch hier herzlichen Glückwunsch, der ist egal, hat den Preis gehalten. Dann dürfen wir gratulieren Nico Müller, Silber im Stoß mit 199 Kilo. Herzlichen Glückwunsch. Und Matthias Hoffmann, Bronze im Reis mit 172 Kilo. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch für die Zukunft alles eine gute Vorbereitung für Paris nächstes Jahr. Bleibt fit, bleibt stark und bleibt gesund. Vielen Dank. Und wir dürfen natürlich, eins möchte ich natürlich noch verkünden, wir hatten in Armenien noch den 5. Platz der Männerwertung. Ich glaube, das ist eine grandiose Leistung. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.
Herr Hannes Huber, bitte am Sprechertisch. Meldet Herr Hannes Huber, bitte zum Sprechertisch. So, meine Damen und Herren, unsere Uhr zeigt noch 3 Minuten, 290 Sekunden, das muss ich wieder umrechnen, 3 Minuten, Quatsch, 300 Sekunden, 5 Minuten, 8:48 geht's dann weiter. Herr Hannes Huber, bitte zum Sprechertisch. Und 2 Minuten bis zur ersten Hebung geschossen. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir bis zu dieser Teildisziplin, die hier letztendlich alles entscheiden wird. Und wie gesagt, ohne kein 8 Punkte mehr als der letzte Wettkampf. Die Steuerfunktion, eine hervorragende Höhe, 8 Punkte mehr als die Wettkampf. Steuer auch 14 Punkte mehr als der Wettkampf in Wohnheim. Und deswegen hat sich natürlich nach euch, liebe Fans, um 26 Punkte gesteigert. Und ich denke mal, wenn es im Schluss genauso weitergeht, dann wird es ein ganz, ganz enges Ding hier. Wo wirklich. Hört man das schon? Ich hoffe nicht. Eine und eine halbe Minute haben wir noch. Bitte dann schon mal die Scheinspicker bzw. Hallöchen. Ich sitze schon. Die anderen das bitte auf 83 Kilogramm erhöhen. So. Ja, das ist eher. Hi. Ich kann auch gerne ein bisschen weiterreden, wenn du möchtest. Die kannst du eigentlich so ungefähr lassen. Eine Minute haben wir noch. Du musst gar nichts groß machen. Fadu-Abi. Fadu-Abi? Vor allem, was geht? Ja, fand ich auch so geil. Sehr bezeichnend. Und das heißt, alle Fans, alle Zuschauer, die sich außerhalb der Halle noch aufhalten und den Wettkampf hier live auf der Hebebühne verfolgen möchten, sollten sich denn schon mal
wieder ihre Plätze sichern. Ist okay? Ja. 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 So, wollen wir weitermachen? So, wir sind zurück aus unserer kleinen Pause und jetzt geht es gleich weiter mit dem Stoßen. Und ganz besonders schön ist, dass Jürgen Spieß sich bei YouTube gemeldet hat, hat geschrieben: Vielen Dank für die Grüße, sind angekommen. Ich wäre sehr gern selber an der Hand. Viele Grüße nach Samswegen. Gewichtheben ist eine große Familie, kann man so sagen, oder? Ja, würde ich auch so sagen. Und das ist natürlich, das herzt einen natürlich, wenn man das dann so in den Kommentaren sieht. Ja, absolut. Ja, mega gut. So, stoßen. Eine Minute für Julia Schwarzbach. Der Athletenverein Speyer startet in das Stoßen. Hört, es ist noch ein bisschen lauter in der Halle. Es ist noch ein bisschen unruhig, ne? Alle sind noch in der Pause gefühlt. Ja, ich glaube, da werden noch Kuchen gesammelt. Kilo für Julia jetzt hier im ersten. Und stark umgesetzt. Auch ähnlich wie beim Reißen vorhin natürlich. Ein Opener sollte vergleichsweise sicher sein. Es geht um Punkte. Es geht im Finale besonders darum, dann auch keinen gepatzten Versuch zu bekommen. Und dementsprechend sehr, sehr souverän. Wir haben einen Mute-Kommentar in den Kommentaren. Wenn ihr uns hören könnt, gebt uns mal kurz Info. Ansonsten sind wir jetzt beim zweiten Versuch. Und zwar das erste Stoßen von Annika Pilz hat vorhin mit 84 im Reißen aufgehört, startet mit 90 im Stoßen. Und dadurch, dass sie bei Samswegen hebt, ist es laut. Etwas lauter jetzt in der Halle. Das ist eine ganz einfache mathematische Gleichung. Wenn Samswegen, dann laut. Und so wissen auch alle, dass es weitergeht. Das ist ganz gut. Auch wir wurden gebeten, etwas leiser zu sprechen während der Versuche, damit sich die Sportler eben nicht gestört fühlen hier vorne. Okay. Standumsatz. Wow. Wollen wir das mal aufbröseln? Was meinst du mit Standumsatz? Jetzt sieht man in der Wiederholung, dass sie den Versuch quasi gar nicht mit in die Hocke umgesetzt hat. Das heißt, sie hat die Hantel nicht hochgezogen und ist drunter gesprungen, sondern hat die in so einem halben Umsatz nur abgefangen. Ist natürlich auch absolut legal, darf man machen. Und wenn man da genug Kraftüberschuss hat, ist das auch kein Problem. Zeigt halt natürlich, dass da Kraftüberschuss ist, ne? Ja. Dass sie nur so weit. Viele Möglichkeiten hast du beim Stoßen. Du hast diesen Standstoß, du hast den Hockstoß. Und auch noch den Ausfallstoß. Genau, das sind so die drei. Wahrscheinlich werden wir da auch ein paar Variationen von sehen. Und beim Ausfall halt links vorne oder rechts vorne. Bis jetzt haben wir alle in den Ausfallstoßen gesehen. Let's go. Gut. 95 für Lena. Das ist viel. Aber ihr Stoßen ist so gut geworden die letzten Wochen. Da meinte sie auch zu mir, sie fühlt sich viel sicherer im Ausstoß. Das war für Ewigkeiten so ihre Achillesferse. Das sieht mittlerweile wirklich solide aus. Wir haben jetzt hier noch eine zusätzliche Kameraeinstellung. Das ist natürlich super. Die von der Seite, wenn wir dann da die Sportlerinnen und Sportler sehen, dann sieht man da auch in dem Ausfall das. Jetzt noch mal zu diesen verschiedenen Varianten. Den Hockausstoß sieht man bei in unseren Breitengraden doch ziemlich selten. Ja, das ist eine Variation, bei der man statt in den Ausfallschritt einfach in die Kniebeuge springt. Das erfordert viel Beinkraft und wahrscheinlich auch genügend Beweglichkeit und Koordination, was tendenziell eher für kurzbeinige Sportlerinnen oder Sportler sich anbietet. Aber trainiert man alles, Daniel, oder spezialisiert man sich? Man spezialisiert sich, aber man trainiert auch verschiedene Varianten. Okay. Den Hockstoß tendenziell seltener, aber so das Standausstoßen passiert schon im Trainingsplan. Milena Thiele. Was haben wir auf der Hantel? 105. Muss noch schwerer vorgehen. Umsatz. Mhm. Sehr kurzer
Studentin, sehr kurzes Füße 21 Jahre. Jetzt musste sie da auch noch mal so ein bisschen nach vorne gehen, weil die Hantel nicht im Körperschwerpunkt war, sondern ein bisschen weit vor dem Körperschwerpunkt. Aber auch da ist dieses Laufen ist legitim. Es ist halt nicht das Allereffizienteste. Von daher, ja. In dem Bundesliga-Finale darf man auch mal schwer in den ersten Versuch reingehen. Als nächstes kommt der Chantal Schreiber auf die Linie. Sie aus Samstag-Hebeln. Auch fest im Team verankert. Sorry, Sabrina, ich habe gerade kaum verstanden, was du gesagt hast. Ich müsste wahrscheinlich jetzt lauter sprechen in diesem Augenblick. Nein, alles gut. Das ist natürlich der Stimmung hier in der Halle geschuldet. So schnell kann das Ganze dann auch wieder ruhig werden während der Versuche. 450 Menschen sind hier in der Halle, die schon seit anderthalb Wochen restlos ausverkauft. Aber draußen findet noch ein Public Viewing statt. Währenddessen Chantal mit 110 Kilo im ersten Versuch. Starkes Aufstehen. Kriegt sie die Handel auf den Punkt? Ja, sie kriegt genau den Punkt. Arbeitet noch ein bisschen, aber das ist auch irgendwo Natur der Sache. Wenn man einen Ausfallschritt hat mit zwei verschiedenen Stand- oder Fußständen, dann kann es auch manchmal sein, dass man da ein bisschen auskorrigieren muss. Hat sie sehr gut gemacht. Aber das Nachziehen des Beins war so in zwei Etappen gegliedert, ne? Nein, auf Nummer sicher gehen hätte ich jetzt in dem Fall gesagt. Ja. Genau. Wir haben jetzt den letzten Durchgang. Okay, nochmal. So, jetzt haben wir den letzten Sportler, der seinen ersten Versuch der ersten Gruppe macht. Im Stoßen. Dann haben wir unten hervorragend nochmal die Übersicht eingeblendet. Und das ist der Moritz Huber aus Obrichheim. Genau. Aktuell sieht man in der Stoßenliste Obrichheim mit 71 Punkten. Da kommt jetzt im besten Fall von Obrichheim beim gültigen Versuch von Moritz noch was dazu, sodass wir dann wieder einen kleinen Überblick haben, wie es denn in der Gesamtwertung aussieht. Volle Konzentration. Ich habe es ehrlicherweise in dem Augenblick gar nicht kommen sehen, dass er die fallen lässt, aber warum hat er sie fallen lassen? Das war zu schwer. Er hat sie nicht wirklich einfach direkt, zu schwer. Ja, er hat sie nicht direkt über dem Kopf fixiert, also nicht direkt mit durchgestreckten Armen sie gehabt und sie dann aus muskulärer Kraft reinzuhalten. Ja. Ich meine, worüber reden wir da? Das waren 142 Kilo bei einem Körpergewicht von 74 Kilo. Das ist fast ein doppeltes Körpergewicht. Da sieht man den linken Ellenbogen von ihm so ein bisschen wegknicken auch. Das hat ja meistens dann eine Begründung. In dem Falle sieht es so aus, als ob die Hantel zum einen nicht ganz hoch genug kommt oder er nicht gegenhalten kann. Das bedeutet, dass seine Kraft gegen den Boden und gegen die Hantel nicht ausreichte, um sie zu stabilisieren, was auch an der Hantelhöhe liegen kann. Grundsätzlich sah er gar nicht so schlecht aus. Also war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, der war super weit vorne oder ähnliches. Nee, technisch war der gut. Also es bleibt damit spannend. Während wir den zweiten Durchgang der ersten Gruppe im Stoßen sehen. Und das ist Julia Schwarzbach. Sie steigert um 4 Kilo von 83 auf 87. Steht sie gut. Die Routine hilft dir da natürlich auch. Ne? Genau das ist es. Man sieht, Konzentration ist auf dem Punkt. Da ist keine Bewegung, die irgendwie aus Grund von Unvorsichtigkeit oder ähnlichem passiert. Sie zieht von Anfang bis Ende eine Bewegung durch, die sie genauso haben wird. Das ist stark. Sie ist jetzt gerade nicht im Bild, aber wir können es ja beschreiben. Annika Pilz kommt jetzt auf die Bühne und wurde gerade noch mal von Stefan Bruse mit leichten Massageeinheiten und auch kleinen Wörtern auf die Bühne geleitet. Warum ist das wichtig? Ich glaube, das steht und fällt mit der Sportlerin bzw. dem Sportler. Das ist da sau individuell, was man da für persönliche Präferenzen hat.
Manche brauchen eine Motivation. Moment, jetzt möchte ich mir erst den Ausschuss noch angucken. Boah, schneller Ausschuss. Ja, ganz stark, ganz stark. Ja. Also was auch immer Stefan hier da gesagt hat, es hat anscheinend gut funktioniert. Nee, manche Leute brauchen da ein bisschen Motivation, manche brauchen die letzten technischen Anweisungen. Manche brauchen einfach nur einen ordentlichen Klaps auf den Nacken. Manche Leute wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Das kann man so pauschal nicht sagen. Die nächste Sportlerin, Lena Tomkowiak. Daniel, was braucht sie? Gute Worte. Gute Worte. Ballern. Konzentration. Ballern. Geht jetzt an 99 Kilo. Auch 4 Kilo Steigerung. Aber ich finde auch bei ihr interessant, wie man sieht, wie sie auch in sich kehrt, ne, vor dem Versuch. Das möchte sie auch. Was? Jetzt muss sie wieder so ausstoßen wie eben. Muss gut gerade hochkommen, sodass sie nicht in die Überstreckung kommt. Und so hat sie die Hantel gehalten. Und das ist, das gerade 99, 78. Das müsste sogar Zweikampfbestleistung für sie sein. Wow. Mhm. Glückwunsch. Ja, müsste sogar sein. Was sehen wir von Lena im dritten? Was würdest du jetzt auflegen, Daniel? Das kann ich nicht entscheiden. Das wird jetzt nämlich wirklich von der betreuenden Person errechnet. Ich als Trainer würde jetzt sagen, Lena würde wahrscheinlich sagen 103 oder 104. Okay. Schätze ich jetzt. Aber. Aber die Athleten haben schon Mitspracherecht? Sie haben Mitspracherecht, aber wenn es denn wirklich um jedes Kilo geht und ein Sportler oder eine Sportlerin sagt, ich hätte 303, aber dem Betreuer ist es wichtiger, dass wir 102 machen, damit wir die Punkte definitiv haben, dann muss kommuniziert werden. Mhm. Und auch da ist es wieder individuell, ob man eine Sportler-Trainer-Beziehung hat, wo man sagt, ich vertraue dir blind, leg auf, was wir machen müssen. Ja. Oder ob es halt in einer Kommunikation, in einem Dialog miteinander passiert. Ihr Ehemann Sascha betreut sie auch gerade. Und ich kann mir vorstellen, dass er sagt, 103 geht. Er kennt sie auch gut. Ja. Grüße gehen raus nach Kiel. Elena kommt gut raus aus dem Umsatz. Auch wieder sehr kurzer Ausfall. Sie muss wieder ein bisschen laufen. Aber ich glaube, sie ist ein wenig happy mit der Erhebung. Dezente Freude hat es gerade ausgedrückt. Ja, ganz dezent. Elena Thiele. Von dem Ausfall sah es gerade so ein bisschen so aus, als würde sie sich nicht runtertrauen. Und ich vermute jetzt einfach mal was. Es sah so ein bisschen aus, als würde sie sich nicht runtertrauen. Und dem Schrei, dem anschließenden Schrei nach zu urteilen, hätte ich gedacht, dass das so ein psychologisches Gewicht für sie ist. So eine Blockade. So Bestätigung. Ja, oder dass das immer ein Gewicht war, mit dem sie zu kämpfen hatte. Und das jetzt endlich geschafft hat. Ja. Deswegen bin ich da gespannt, was sie im dritten Versuch machen wird. Ja, während wir uns hier anschreien müssen, weil Chantal Schreiber jetzt an ihren zweiten Versuch mit 115 geht. 115, ja. Chantal auch 5 Kilogramm Steigerung. 24 Jahre. Vielleicht sehen wir auch gleich nochmal die Punkte, den aktuellen Punktestand. Das wird nämlich ganz, ganz relevant. Ich bin mir sicher, dass die ZuschauerInnen auch ein Interesse daran haben. Ja. Ja. Noch 2 Reißversuche im zweiten Durchgang. Stoßversuch, Entschuldigung. Starker Umsatz. Ganz starker Umsatz. Auch starker Ausstoß. Ja. Ich hab ganz kurz gedacht, der Zug sah ein bisschen schwerer aus, ein bisschen langsamer. Da war ich mir nicht ganz sicher, okay, wird das ein guter Versuch? Es gibt Sportler oder Sportlerinnen, die schnell anfangen zu ziehen und schnell ziehen von vornherein. Es gibt aber auch Leute, die sich Zeit lassen. Und das sah jetzt gerade, abgesehen davon, dass der Zug langsamer war, so gut aus, dass ich sage, okay, das wird bewusst so gewesen sein. Ja. Moritz Huber versucht schon mal mit den 142 Kilogramm. Wichtig. Sau wichtig. Wenn er den nicht machen sollte, dann bibbert es aber. Ja. Dann zittert ganz Obelkheim. Und er auch. Obwohl jeder für sich einzeln kämpft, ist es natürlich dann trotzdem an diesem Abend wie immer eine Mannschaftssport. Ja. Auf geht's, Moritz.
Jetzt steht er gut. Und jetzt muss er konzentriert ausstoßen. Kann er. Und dann sieht man, dass es eigentlich kein Problem ist. Ganz, ganz, ganz sicheres Ding. Ja. Was hat denn diese Shake? Der shakende Elmbow. Der shakende Oberarm zu bedeuten. Oh, da kannst du ein großes Fass aufmachen. Ich wollte jetzt nicht zitternd sagen, weil das ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Meinst du am Anfang, als er ja. den Hantel? Ach, das ist Gewohnheit. Das ist so ein bisschen den Muskel so ein bisschen entweder entspannen oder einspannen. Und das ist einfach Gewohnheit. Man bekommt das teilweise von den Trainern oder Trainerinnen mit, wie man in eine Startposition geht. Und so etabliert sich das über Jahre. Ich habe zum Beispiel immer meinen Fuß unter der Hantel, wenn ich mich riskiert habe, habe ich immer meinen Fuß 10-mal nach links und rechts gedreht, einen meiner Füße. Und so hat jede Person einfach einen Tick. Ich drehe die Hantel zum Beispiel gefühlt 200 Mal, bevor ich anhebe. So, willst du sagen, welcher Durchgang in welcher Gruppe? Letzter Reichs. Wir fragen ihn nicht mehr, er ist nicht der Experte hier dafür. Letzter Durchgang im Reißen, Gruppe 1, Julia Schwarzbach. Letzter Durchgang im Stoßen. Im Stoßen auch. Gruppe 1. 90 Kilo, das ist das Wichtige. Ganz stark, gut. Schade. Okay. Im Stoßen, wenn es in die schweren Versuche kommt, dann ist es so, dass der Umsatz, also das Umgruppieren der Hantel auf die Schulter, ein sehr schwerer Part ist. Und das kann beeinflussen, wie gut der nächste Part, also das über den Kopf oder über die Schulter schmeißen, wie gut das funktionieren kann. Mhm. Und das, was Lino vorhin angedeutet hat, im Reißen kann man ruhig mal in der Hocke sitzen bleiben, das Gewicht justieren und dann vergleichsweise leicht aufstehen. Im Stoßen hast du die Möglichkeit kaum, denn das ist so viel schwerer. Oh, wir haben Insider-Infos. Danke an den Chat. Für Milena war der zweite Stoßversuch die EM-Norm der U23. Genau, das war ihr Ziel heute hier in Samsung. Ziel erreicht. Oh, guckt euch mal die Gesamtpunktzahl an. Das Ding ist so knapp. Heller close. Annika jetzt. Auch stark rausgekommen. Und so wie das Ausstoßen eben aussah. Gehen wir einfach von einem ganz kurzer Auftakt. So, jetzt Daniels Mikro wieder auf Stumm schalten, sonst dreht er bei Lena natürlich. Lena, Tom, okay. Julia kommt jetzt auf die Bühne aus Obrichheim. Leute, einmal ganz kurz, das ist so cool, dass ihr auch im Chat ein bisschen schreibt, miteinander schreibt und Co. Macht gerne weiter, wir gehen auf alles ein, was ihr uns fragt, auf alles, was relevant ist vielleicht. Ja. Auf alles, was relevant ist. Ja. So. Obrichheim ist am Start. Was haben wir? 101, okay. Es geht um die... Also 2 Kilo weniger als du geschätzt hättest. Es geht um die sicheren Kilo. Schaut euch den Punktestand an. Jedes Kilo zählt. Jetzt kommt gut raus, jawohl. Jetzt muss sie den Kopf durchschieben oben im Ausfall. Sie muss die Hantel nach hinten bekommen. Ja, schade. Aber genau das war's, was Daniel gerade gesagt hat oder was ich damit auch meinte. Ich meinte, sie muss den Kopf durchschieben. Jetzt sieht man hier, die Hantel bleibt vor ihrem Kopf stehen. Sie schiebt die Hantel nicht weit genug nach hinten durch. Ja, währenddessen sieht man Sascha und Lena. Ja, Lena wahrscheinlich nicht zufrieden mit dem letzten Versuch natürlich. Sie weiß, da ist mehr drin. Im Trainingslager in Teneriffa mit einer Teamkollegin hat sie 103 oder 104 sogar ausgestoßen von den Böcken. Ja. Also das wird sie ein bisschen wurmen. Aber das ist auch, also ähnlich wie bei Lisa im Reißen, bei Lena im Stoßen schön zu sehen, dass sie häufiger kurz um diese 100 Kilo sich bewegt und man dann da halt auch einfach viele sicherere Versuche bei diesen Grenzlasten. Ich glaube, sie wäre deutsche Meisterin gewesen mit dieser Leistung letztes Jahr. Alle hätte, Angaben hätte. Wie immer. Ohne Gewehr. So, Milena. Der Bühne jetzt Milena Thiele vom AV 03 Speyer. Guckt euch den Punktestand an. 5,21, 5,23, 5,22. Mein Gott. Milena kommt stark raus.
wieder leicht vorne. Jetzt bin ich auf die Weite des Ausfalls gespannt. Richtet nochmal neu aus. Ja. Schade. Ja, ganz schade. Sie hat einmal kurz gezögert. Man hat einen Raunen im Stadion, wollte ich gerade sagen. Nee, aber das ist genau das, was ich auch wahrgenommen habe. Also wirklich, dass die Halle auch in diesem Augenblick verstanden hat, dass das jetzt sehr, sehr schwer wird offensichtlich. Es gibt sogar noch eine andere Meinung, die dahinter steht. Und zwar gibt es ein Verbot eines Oszillierens einer Hantel. Bedeutet, wenn die Hantel auf der Schulter ist, darf theoretisch nicht angeschoben werden und gewippt werden, damit die Hantel nicht dieses Wippen nach oben und unten hat. Ja, ja. Deswegen musste sie noch eine Weile stehen. Deswegen musste sie noch eine Weile stehen, damit die Hantel einmal wieder stoppt. Und da sind viele Leute schnell dabei, uns zu sagen, hey, der ist doch schon ungültig. Wenn sie lange genug wartet, bis die Hantel wieder im Stillstand ist, dann darf sie das. Ich glaube aber, es war nicht Milenas Intention, die Hantel anzuschieben, sondern eher sie nochmal neu auf den Schultern auszurichten. Ja. Mhm. So, Chantal Schreiber. Der Löwe grüßt aus Riesa. Komm, leckere Nudeln her. So ein starker Umsatz. Ganz stark. Den hat sie, die hält ja, sie noch. Ja. Ganz stark. Ganz stark gemacht. Eine Stefan, rote Fahne, eine rote, aber zwei weiße. Unglaublich laut. Eieiei. Jetzt ist wieder mein Part, der letzte Stoßversuch der ersten Gruppe. Diesmal habe ich es, glaube ich, richtig angesagt. Mit Moritz Huber aus Obrichheim. 147. Ist der Sprung jetzt groß von den 142? Nicht wirklich. Das sind weniger als 5%. Das kann man machen. Man sagt, so 5% Steigerungen sind okay. Man startet im Normalfall um und bei 91% im ersten Versuch, geht auf 96 auf 101 im Idealfall. Ja. Natürlich ändert sich das je nach Gegebenheiten. 5% Steigerung kann man immer machen. Oder gehen. Mal gucken, ob wir die wackeligen Arme wieder sehen im Vorfeld. Schön, wie wir neue Terminologie schaffen. Mit 0,4 Relativpunkten in der Führung. Mal gucken, ob... Die wackeligen Oberarme sind nicht da. Vielleicht kommen die noch. Jetzt kommt. Gucken, ob Moritz damit die Führung holen kann. Sein Gesicht strahlt auf jeden Fall komplette Entschlossenheit aus. Wow. Kommt vergleichsweise schwer raus, aber das heißt nichts. Rastet aus. Bitte nicht schneiden, zeigt mal sein Gesicht. Jawohl. Wow. Mein Gott. Ganz, ganz, ganz stark. Klatsche mit Manuel ab. Wir haben einen Zwischenstand. Der sieht wie folgt aus. Wir haben im Stoßen die 155 für Damswegen, 151 für Germania Obrichheim und der Athletenverein aus Speyer 145 Punkte. Ja. Zumindest für diese Gruppe 1 stimmt ja dann auch eure Prognose, dass eben Damswegen schon stark ist im Stoßen? Mhm. Auch da natürlich. Man wird noch sehen, was passiert. Aber man sieht so, okay, die erste Gruppe, ich glaube, in der ersten Gruppe war Samstag jetzt bei beiden ein bisschen stärker, wenn ich mich recht erinnere. Müsste ich jetzt zurückdenken. Ich glaube, das war so. Ja. Würde auf jeden Fall ein bisschen ins Muster passen. Wir werden schauen, wie es dann gleich weitergeht, wenn Ine Andersson in der Gruppe 2 reinkommt. Ja, Markus, der Ausstoß von Moritz war ganz stark. Also das war richtig gut. Fitnesstrainerin ihr Heimdebüt hier in Samswegen am 21.11.21 gegen Durlach. Geht mit 114 raus. Ja.
Ui. Okay. Willst du? Nein, mach du. Okay, bitte. Es wird interessant. Da war sowohl der Umsatz als auch der Ausstoß jeweils vorne. Ja, ist die Flucht nach vorne, dachte ich gerade so. durchs Publikum durch. Ist natürlich die Frage, ist es Technik? Ist es die Konzentration in dem Moment? Werden wir schauen. Wir werden schauen müssen, was der zweite und der dritte Versuch dann gleich. Ich bin gerade ein bisschen darüber irritiert, wie hoch Ine Anderson und wie hoch auch Lisa Marie Schweizer hier reingehen. 114 und 115 jetzt für Lisa Marie Schweizer. Ui. Das ist. Ja, die wird auf 20 gehen wollen. Im zweiten. Man merkt, es ist Bundesliga-Finale und ich glaube, so langsam wissen auch alle Betreuerinnen und Betreuer, dass es hier wirklich auf jedes Gramm ankommt. Lässt die Hantel leicht vorne, kommt aber gut drunter durch. Starke Schultern. Ja. Nicht nur zuckende Schultern, sondern auch starke Schultern hier dabei. Zitat, die war wie ein Blitz. Darf ich noch mal ein persönliches Thema hier ansprechen? Ja, gerne. Wir haben einen sogenannten Jakob N. hier im Chat. Wenn das wirklich so ist, dass es der Jakob Neufeld ist, dann geht mein Herz raus in den Chat. Einer der Gewichtheber in Deutschland, die ich zu meinem Beginn so ein bisschen verfolgt habe, das, was man sehen konnte. Absolut, absolut geiler Techniker. Liebe geht raus. Sagt ihr denn Obrigheim oder Obrigheim? Also ich kann ja nur aus der Sprachwissenschaft das sagen, IG wird niemals gesprochen. Ist das so? Und niemals als ich. Obrigheim. Ich denke, das ist regional unterschiedlich, aber ich glaube, der Duden gibt da oder wer auch verdammt. Immer. Aber wenn die Obrigheimer haben natürlich im Zweifel immer recht. Auf das G. Aber dann an die lieben Obrigheimer, falls ihr mal Magdeburg in den Mund nehmen solltet, niemals Magdeburg. Oder Magdeburg. So. Solfried. 142 für Solfried. Boah, das ist easy. Natürlich auch rot-rot-grün. Ja. Weißt du, was das Schöne am Kommentieren auch ist? Man hat auch einfach einen geilen Platz, um sich dieses Bundesliga-Finale ja, erste Reihe, ne? Du musst hier über niemanden rüberschauen oder so. Stimmt. Und ich meine, wie gesagt, wir reden hier über absolute Weltklasse-Leistungen. Solfried hat letztens noch 155 Kilo gestoßen. Und solche Sportlerinnen und Sportler dann hier live mit ein paar Meter Entfernung auf der Bühne zu sehen, das ist geil. Ja. Das ist einfach geil. Ja. Als nächstes sind wir Arturan Hernandez aus Obrigheim. Geht raus mit 155, ist schnell in der Hocke. Schauen wir mal. Noch er. Mit einem soliden ersten Versuch. So sollte ein erster Versuch aussehen. Ja, schnell, absolut. Kein großes Überlegen, das ist natürlich Bombe. Das hat man bei ihm aber auch beim Reißen gesehen. Sobald er an der Hantel war, war die Hantel gefühlt schon in der Luft. Und also im Gegensatz zu anderen Sportlern. Okay, man hört, es wird wieder lauter. Schön den Satz unterbrochen. Roberto Gutu erhält Einzug. Eine goldene Schuhe. Ich möchte das nochmal in den Raum stellen. 162. Das sind die Dinge, die ein Heimvorteil dann garantieren kann. Laute Musik während der Versuche. Und Gott sei Dank kennen ja auch alle seinen wunderbaren Musikgeschmack. Und schnell. Nee, also, was ich sagen wollte, genauso soll wieder der Erstversuch aussehen. Ach so, ja. Umsatz steht auf, Ausstoß, perfekt. Er ist diesmal in Anführungsstrichen für seine Verhältnisse relativ leicht reingegangen mit nur 162 Kilo. Er hatte letztes Mal auch das Problem mit den 170.
als er jetzt bei der Europameisterschaft in Armenien war, dass er die zweimal nicht ausstoßen konnte. Und ich glaube, daraus hat er dann wahrscheinlich auch ein bisschen gelernt. Bringt jetzt mit diesen zwei. Ich glaube, da steckt auch noch ein bisschen diese Grippeerscheinung in ihm drin. Also habe ich mir zumindest sagen lassen, dass ihn das ziemlich lange auch beschäftigt hat und ihn da auch Kräfte geraubt hätte. Kann sehr, sehr gut sein. Ich glaube, dann wird auch das Betreuerteam sagen, hey, lass mal bitte Punkte machen. Mir würde, also ich wäre auch, wenn ich jetzt Betreuer wäre, dann wäre ich so nervös vor jedem Versuch. Wow. Etwas Suarez, der Lette, 168. Ja. So, wir gehen nochmal in den Zwischenstand. Stoßen 333,5 für Obrich ein, 32,5 fürs Obswegen. Mein Gott, was erleben wir hier? Und 320,5 für den Athletenverein aus Speyer. Ja, ich glaube, das, was wir am Anfang prognostiziert oder uns erhofft haben, es wird wahrscheinlich bis in die letzte Runde richtig spannend. Ja. Könnt ihr jetzt schon prognostizieren, in welche Punktebereiche wir hervorstoßen werden? Ich glaube, wenn man lange in der Bundesliga erfahren ist, dann kann man das schon ganz gut lesen. Wir können uns das ein bisschen hochrechnen, sodass auf jeden Fall versuche die Lautstärke zu ignorieren. wir können uns das jetzt, also ich kann es mir persönlich auch nur von Gruppe zu Gruppe so ein bisschen hochrechnen. So, eben hat sie das Problem, dass die andere vorne war, bei beiden. Ine Andersson. Ist jetzt deutlich besser. Steht viel stabiler, ja. Mhm. Wieder vorne, aber das hat fast reicht. Ja. 118, 4 Kilo mehr geben. Soll ich euch was sagen? Es war wirklich Jakob Neufeld. Er grüßt ganz lieb zurück. Soll ich dir auch was sagen? Ja. Ine Andersson hat einfach EM 2022 in Albanien 119, damit doppeltes Körpergewicht gestoßen. Ich muss jetzt gerade mal gucken, mit was sie eingewogen ist. 62. Okay, sie ist auch ein bisschen schwerer heute. Ja gut, aber trotzdem. Das sind Leistungen, die sind abstrus. Abstrus, das ist auch ein Wort. Geht sie dann im dritten auf die 119? So, nein. Nee, höher. Nee. Mhm. 20. Das ist eine automatische Steigerung, die wir sehen können. Und das wird noch geändert. Mhm. Wie sind Marie Schweizer jetzt da oben zu sehen aus Speyer? 118. Hält sie gut? Besser als eben? Haben die Ellenbogen gewackelt? Nee, ne? Nein. Ja, nein, das habe nur ich gesehen. Ja. Lisa-Marie Schweizer, also im deutschen Gewichtheben, du hast es gerade angesprochen, Polizistin von Beruf. Wir haben mit zum Beispiel Simon Brandhuber haben wir einige Sportsoldaten, die dann bei der Bundeswehr angestellt sind und für die Zeit, wo sie ihre Sportart ausüben, freigestellt werden. Das Gleiche ist auch bei Lisa. Wie gesagt, mehr dazu findet man in der Random Max Out Podcast Folge Nummer 25. Vom Studium zum Leistungssport heißt die Folge. Ja. Und gerne mal reinhören. Ja. Das sind halt diese Möglichkeiten, wie man dann auch in einer, obwohl es eine olympische Sportart ist, in einer in Deutschland doch vorhandenen Randsportart einen Lebensunterhalt finanzieren kann. Jetzt sehen wir wieder den aktuellen Star aus der Gewicht. Liebe Szene, Solfried Kuanda. Konzentriert, guckt auf die Uhr. Alles ist still. 147 auf der Hantel. Oh. Ungültig? Ja. Ungültig? Kommt sie? Ja. Ungültig. Okay. Also wir haben gelacht, weil es so leicht aussah Umsatz. Genau, es sah erst leicht aus, aber dann beim Ausstoßen bekamen sie dennoch Probleme. Und zwar warum? Würde ich gerne im Idealfall nur noch mal sehen. Ich hatte tatsächlich ein bisschen das Gefühl, vielleicht habt ihr es besser gesehen. Ja, es waren die Ellbogen. Es waren die Ellbogen, das ja. Ich frage mich, ob das tatsächlich an Überschuss der Hantelgeschwindigkeit nach oben lag.
Die ist ja doch schon gut nach oben geflogen. Ja. Und wenn die Hantel höher fliegen will, als die Arme lang sind, dann hat man ab irgendeinem Zeitpunkt auch Probleme natürlich, diese zu halten. Und das, diese Kraft. Genau, das kontert dann auch dann tatsächlich die Kraft und die Ellenbogen winkeln dann an. Also könnte es gut sein. Wir müssen schnell sein, denn ich denke, jetzt geht es wieder schnell. Stark. Auch kleinen Schritt nach vorne. 5 Kilo Steigung, 160. Vor ihm, aber... Weiße Fahne, weiße Fahne. Ja. Ganz stark. Da sieht man auch, egal wie routiniert und wie gut ein Athlet ist, je schwerer das Gewicht, je näher es Richtung Grenzlast geht, dann ist nicht jede Wiederholung perfekt. Ja. Und darum geht es auch irgendwo, dass man mit der vorhandenen Kraft halt was rausholen kann. Daniel, versuch es gar nicht erst. Ich werde auf jeden Fall mit einem Roberto Cutto Musiktrauma heute nach Hause gehen. Alter. Krass. So, Roberto. 170, das sind die 170. Damit kann er sich die Führung für sich und Samslegen auch wieder zurückholen. Aber nur im Stoßen, ne? Ja, erstmal nur im Stoßen. Komm, mach. Jetzt musst du über Kopf kommen. Man hat gesehen, wie er auf die Zähne beißt in diesem Augenblick. Ja, das war knapp. Das haben wir von Roberto leider schon häufiger gesehen, dass der Ausfall ihn ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes in die Knie zwingt. Ja. Verdammt, ja, aber ich glaube, die macht ja einen dritten. Aber das ist dann tatsächlich so wie dieses taktische, was wir vorhin besprochen haben, 163, safe. Ich glaube, das war 163, wenn ich das jetzt Richtung 62, safe. Und dann geht es hoch auf die 170. So, erst holen wir uns die Punkte und dann holen wir raus, was geht. Lauter schreibt mega Publikum in Samtswegen, können wir uns zustimmen, oder? Hey, ist es auch. Ich glaube, allein die Tatsache, dass wir uns hier und wir sitzen ein Stückchen vom Publikum weggefühlt anschreien müssen. Also vielleicht gibt es doch sowas wie einen Heimvorteil. Stimmt. In Samtswegen auf jeden Fall. So, Ritva Suarez von Germania Obrigheim. Mit 175 in seinem zweiten Versuch. Drei rote Scheiben. Ganz stark. Aber auch die Obrigheimer Fans und Zuschauer sind nicht gerade leise. Er hat auch einfach eine schöne Technik. Ich sag's, wie es ist. Es ist extrem sauber bei ihm aus. Also muss man wirklich sagen. Und auch ganz konzentriert. Und die Bewegungen sind ganz klar, finde ich. Also, das ist wirklich erstaunlich. Daraufhin will man halt trainieren, dass so wenig Fluktuation in der Bewegung und in der Technik existiert wie möglich. Sabrina, willst du ansagen, in welcher Runde wir sind? Das wird jetzt das neue Spiel. Wir sind tut mir schrecklich leid. In der letzten Runde im Stoßen der Gruppe 2. Und Beginn wird in dieser Runde dieser Mann die Schweizer. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Außer Let's go, Lisa. Let's go, Lisa. 121. Oh, was man auch sieht, im Reißen seltener gesehen, im Stoßen bei schweren Lasten, im Gürtel. Lisa trägt einen Gürtel, hilft bei Stabilisierung und bei Kraftübertragung. Das ist ein bisschen still. Komm, kommt gut raus. Wir haben 21 auf der Hantel. Schade. Knapp. Wo ist die Problematik, dass sie dann, wenn sie diesen Ausfallschritt gemacht hat, schon relativ schnell abbrechen muss, weil sie merkt, dass es dann nicht weitergeht? Wenn die Hantel da nicht sofort im Körperschwerpunkt ist und eine Erdanziehungskraft 121 Kilo nach unten zieht,
die kriegt man nicht aus Muskelkraft mal eben so ein Stückchen weiter nach hinten gezogen, sondern da ist halt dieser technische Aspekt sau wichtig, dass die Hantel sofort im Körperschwerpunkt sein muss. Und dann kann ich muskulär auch dagegen arbeiten. Bei 3 cm so weit vorne wird das nichts mehr. Ja. Ina Andersson aus Sachsenwagen, in Sachsenwagen, ihr habt es gehört, auf der Bühne mit 122 Kilogramm im Stoßen, dritter. Bleibt kurz sitzen. Kommt sie noch raus, sie kommt noch raus, ganz stark. Wird hier quasi Wille. Aus der Hocke Wille. Rausgeschrien. Boah, schade. Jetzt, wenn man die Wiederholung sieht, man sieht, der Versuch wurde leicht nach vorne angeschoben. Das sieht man hier ganz gut. Sodass sie da einfach gar nicht runterkommen konnte, leider in dem Fall. Ja. Ja, man merkt, Gruppe 2, die dritten Versuche im Stoßen, bis jetzt noch kein gültiger. Ja, aber jetzt kommt ja Solfrid Kuanda und sie sollte ja vielleicht auch etwas gereicht sein. Sie hat gesteigert. Und sie hat gesteigert. Sie hat sie 147 nur 40 auf 150. Ja, ja, es geht ums Finale. Also, ja. Auch sie kriegt nochmal den Nacken geknetet, einen Klatsch. Hört bis kurz bevor sie auf die Bühne geht noch Musik. Im letzten Bundesliga-Wettkampf hat sie 151 gespielt. Ich glaube auch, sie gehen auf die 150, weil das Team auch sagt, das kann sie schaffen. Aber da ist ein großes Vertrauen dahinter. Der letzte, meine Vermutung war, da war wirklich überstoßen. Also da lag zu viel Kraft im Ausstoß. Wenn das stimmen sollte, dann ist das natürlich drin mit 150. Ich hoffe, ich habe recht. Das werden wir jetzt sehen. Kommt gut raus, ganz stark. Das war ja gerade auch nicht das Problem. Mm-mm. Hat sie. Ja. Jawohl. Ja. Und das hat sie auf den Punkt gebracht. Dreimal weiß. Niemand kann meckern. Bei der EM hat sie noch 155, sogar noch 5 genau, Kilo mehr gestoßen. Genau, das hast du vorhin gesagt, ja. Ja. Eieieiei. Oh. Ich bin am Schwitzen, ich sag's wie es ist. Also Stand jetzt. Und das ist wichtig zu erwähnen, die letzten drei Heber in der zweiten Gruppe. Wir haben gerade 15 Punkte Vorsprung von Obrigheim in der Totalwertung, in der Gesamtwertung. Wir haben 9 Punkte vor Samswegen in der Stoßwertung. Das ist schon nicht wenig, wenn man überlegt, dass es auf 2 Leute aufzuteilen ist für die Mannschaft. Also gerade jetzt sehe ich Obrigheim als Favoriten. Aber das heißt auch da schon wieder nichts. Er kommt raus. Ist sehr blitzschnell wieder losgelegt hat. Hält er die noch? Ja, hält er. Und die sind gültig. Jawohl. Ja. Das okay, sind wow. Sau wichtige ja. Punkte. Ja. Die Obrigheim. Die sammeln das. Ja. Ja, Claudia Solfried, mega geiler Versuch gerade. Der war ganz stark. So, die Musik zieht wieder an. Das heißt, Roberto Couto mit seinem letzten Versuch Stoßen im zweiten Durchgang die 170 Kilo nicht geschafft hat. Versucht das nochmal. Ich sag, wie es ist. Ich gönn ihm den. Ich hoffe, ja. Er macht den. The Goat. The Goat. The Goat. Roberto Couto, aka The Goat, geht auf die Bühne. Für das stärkste Dorf der Welt. Ja. Wie du ja vorhin sagtest, sogar zertifiziert. Von der IWF. So. Und zwar 1996 per Urkunde. So geil. Let's go, Roberto. Komm raus. Hat er noch. Boah, der wird schwer. Ja, der wird sehr schwer. Der muss sie über die Schultern bekommen. Nein. Das ist schon ein Rückschlag für Samswegen. Es ist für Samswegen leider ein Rückschlag. Es wären natürlich dann wieder die 7 Punkte näher ran gewesen. Ja. Und vor allen Dingen weiß Obrigheim, dass wenn Ritwas jetzt noch mit den 180, die er auflegen lässt,
wenn er die in die Wertung reinbringt. Dann und ich meine, der, wir können es uns mal angucken, da ist alles blau bisher. Ja. Also er ist kein Wackelkandidat des Tages. Annika Pilz, bis dato die einzige Heberin, die 6 von 6 gültigen Versuchen reingebracht hat. Ritwas könnte jetzt der zweite Sportler heute werden, der das schafft. Und damit zieht dann, würde Obrigkeim nochmal 5 Punkte wegziehen. Und dann, boah, was sind das, 52? Das wären dann 16 Punkte Vorsprung im Stoßen. Alter! Und das sieht nicht schwer aus. Wow. Wow, 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 wow. Damit hat er 177 Relativpunkte. Ist bis dato der stärkste Heber des Tages. Ja. Folgend ist aktuell noch Solfried. Sie stärkste Heberin. Er hat 171 Relativpunkte. Wow. Wir haben einen Zwischenstand. Germania Obrigkeim führt das Stoßen an. Ich bin mal der Böse hier. Okay. Ich sag, Obrigkeim macht's. Also was die Samstwinger von vornherein gesagt haben. Stimmt eigentlich. Ja. Na, ich leg mal meine Hand ins Feuer und sage, das könnte für Obrigkeim gehen jetzt. Obrigkeim wird ja auch als Betzenberg des Gewichthebens bezeichnet, weil da immer so viele Zuschauer auch vor Ort sind, ja, und unfassbare Stimmung machen. 2003, 2008, 2013 deutscher Meister und mehrfach mit dem grünen Band auch ausgezeichnet für ihre vorbildliche Jugendarbeit vom DOSB. Simon Brandhuber, es geht in die letzte Gruppe. Stabiles Ding. 47. Ja. Routiniert. Was man jetzt in der letzten Gruppe ganz gut sieht, wir haben jetzt nur noch männliche Heber in der letzten Gruppe. Und zwar haben wir hier einen Wechsel beim AV Speyer. Nina Sterks wird nicht mehr stoßen für Speyer. Stattdessen wird Bricken Kalja, der Albaner, im Stoßen mit eingesetzt. Über den haben wir ja vorhin auch schon gesprochen, dass er der stärkste Heber vergangenes Jahr war, als sie sich den deutschen Meistertitel geholt hat. Also das Team von Speyer wird sich auf jeden Fall durchgerechnet haben, dass es aus welchen Gründen auch immer, ob das dann einfach anhand der Leistung ist oder ob vielleicht bei Kalja Bricken irgendwas nicht im Reißen gut funktioniert. Die werden sich gedacht haben, okay, wir lösen das so und so kriegen wir die meisten Punkte. Vielleicht ist es bei Bricken aber auch so, dass er im Reißen nicht der verlässlichste Heber ist, weshalb man dann da auch eine andere Person mit reinbringen könnte. Er hatte die letzten internationalen Wettkämpfe immer mal so ein bisschen mit Löcher gebaut. Löcher gebaut. 187 Kilogramm hat er vergangenes Jahr in der Meisterschaft gestoßen. Und wir sind jetzt bei 170, genau. Oh, der steige vielleicht um 10. Boah, sieht das leicht aus. Ja. Hm? Ja. Also, und das für einen 76,8 Kilo Sportler. Ja. Hat einfach mal direkt 94 Relativpunkte gemacht. Ja, okay, kann man mal machen. Ja. So, damit führt, ich klammer auf, kurzfristig, Klammer zu, AV Speyer. Weil sie eben auch schon 2 Athleten im Feld hatten. Genau. Und jetzt folgen von den anderen beiden Teams die nächsten Athleten. Den Anfang macht dafür Günther aus der Sand. Mit 185 Kilogramm. Ich bin gespannt, von wem wir heute mehr als 200 Kilo sehen werden. Ich glaube, da sind einige Sportler dabei, die sich an diese Marke 200 Kilo wagen werden. So, jetzt mal auf die Atmung achten. Er stößt aus. Er kommt gut raus. Das war aber auch keine tiefe Hocke. Natürlich nicht. Sind ja auch nur 185 für Björn. Wird die stark überkommen. Hast du das gehört? Dieses, ja. Ja. Jetzt kein Hyperventilieren, aber dieses kurze Luftzüge schnappen. Ist es Schnappen oder ist es Luft ausstoßen?
Also ich hätte es als Schnappen definiert. Ich hätte es nicht als Ausstoß. Nee, er atmet vorher aus, also er pustet dann so in diesen kurzen Intervallen die Luft raus, dann atmet er nochmal tief ein und dann geht's ab. Ah, okay. Hier wird gesagt. Witzige Story zu Nico und Björn. Nico Müller hat letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft 200 Kilo gestoßen, woraufhin Björn Günther dann gesagt hat, alles klar, wenn Nico an die 200 geht, lege ich 201 auf, hat dann 201 auflegen lassen, den leider nicht gemacht. Aber mal gucken, wir was heute meinst, wir sehen die heute Abend? Wenn es sein muss. Also realistisch. Ja, stark. Ja, also realistisch, Obrigheim, wenn es denn jetzt so läuft, wie es gerade läuft, werden die nicht irgendwelche willkürlichen Sprünge machen auf 200 Kilo mit Nico Müller, sondern die werden sagen, okay, lass uns lieber safe gehen, weil der Vorsprung gerade existent ist. Ja. Glaube ich, sieht man das gerade. Ja, 831 für Obrigheim und es kommt noch ein Sportler. Es kommt aber auch noch ein Sportler aus Samswegen mit Arkadiusz Michalski. Ei, stimmt. Jetzt erstmal Matthäus Hofmann. Knapp an einer Bronzemedaille im Total bei den Europameisterschaften vorbeigeschrammt. Das war wirklich knapp. Der Björn, Claudia ist der Beste. So ein lieber Mann. Hofmann kommt raus. War er ein bisschen schneller unten als die Hantel, hat sich da ein bisschen ausgekontert, muss dann jetzt hier nochmal die Hantel neu justieren. Konzentriert sich. Hat er sie? Hat er. Und das. Guck mal, was der kann, wenn der gesund ist. Ja, wow. Drei weiße Fahne. Ja, so jetzt müssen wir gucken, weil jetzt lässt sich das relativ leicht rechnen. Ja. Wir haben eine Differenz. Jede Mannschaft hat gleich oft gehoben. Ja. Wie viel Kilo müssen aufgeholt werden? Und das, wir sind zwischen Speyer und Obrigheim sind wir bei 34 Punkten knapp. Und da kommt noch einer. Ja. Stimmt. Tut mir leid. Ja, dann warten wir nochmal. Was ich unheimlich schön finde von Claudia, ich fiebere immer noch mit Björn, obwohl er nicht mehr bei uns ist. Björn ist nämlich auch von Speyer gewechselt zum SSV Samswegen. Ist da fünfmal deutscher Meister geworden in Speyer. Ja. Arkadiusz Michalski, 205 Kilo. Und die lässt er einfach aussehen. Mein Gott. Ja, aber wirklich. Das ist krass. Als ob er so ein Wattestäbchen anhängt. Das Ding ist, da kommt der Gewicht über Nerd auch so ein bisschen raus. Das ist natürlich eine mega ästhetische Scheibenkombination. Ja. Einfach rot, 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 gelb. Aber das sieht schon einfach geil aus. Also ich träume mal groß, wenn wir vielleicht noch vier Rote heute sehen. 2,25. Nein, leider nein. Vielleicht kommt Lascha ja noch mal kurz vorbei. So, wir haben nach den ersten Stoßversuchen der dritten Gruppe einen Zwischenstand. Stand jetzt 545 für Obrigheim, 515 für Samswegen, 512 für Speyer. Und guck mal, bei Obrigheim sind wir auch schon bei den 923. Ja. Meine Güte. Das ist dann auch für das Team, wenn ich richtig informiert bin, die Saisonbestleistung. Sie hatten bisher nur 908,2. Ja, also. Trotzdem fehlen noch so knapp 97 Punkte zum Mannschaftsrekord. Der ist auch schon ein bisschen älter. Fixiert die schön nach, noch hinterm Kopf. Stark. Ja, es sind halt 30 Punkte Differenz. Das auf zwei Heber mit zwei Versuchen verteilt. Muss halt jede Person 15 Kilo besser werden, wenn alle anderen aus Obrigheim nicht mehr gültig heben. Und 15 Kilo pro Person ist... Ja. Ich sag mal, selbst wenn eine Person das schafft, müsste die andere es ja auch immer noch schaffen. Und dann müsste Obrigheim keinen einzigen gültigen haben. Ja. Wow, also vielleicht mal aus der anderen Sicht und anderen Perspektive beschrieben, das ist natürlich 1A-Gewichtheben, was Obrigheim hier präsentiert. Ja, definitiv.
Obrigheim letztes Jahr mit 556,2 im Stoßen beendet. Ich glaube, da an diese Leistung könnten sie dieses Mal ähnlich wieder anschließen, oder? Aaron Zeyer war mal in Obrigheim bei 998 Punkten. Hätte ich aus Prinzip noch zwei mehr aufgelegt. Ich glaube auch. Ich glaube, das haben bestimmt probiert. 2013 war das. So, Kaya Bricken. Geht um 5 Kilo hoch. Schiebt die Hantel weit nach hinten. Ja, da kommt wieder der Ästhet in uns raus. Drei rote. Das ist schön. Ja. Wir hören, Günther verlangt 195 Kilogramm. 10 Kilo Steigerung, dann sehen wir 200 von Björn. Ja, auf jeden Fall. Dann lass einfach ausrasten jetzt. Ja, es muss ausgerastet werden. Auf geht's. Komm, Björn. Rot-grün. Komm gut raus, stark. Komm. Der hat sich fest. Ganz interessant. Nice. Björn lässt bei dem Ausstoßen den Daumen nicht um die Hantel rum, sondern hat ihn da auch quasi hinten mit bei den Fingern. Sieht man ab und zu mal. Ja. Nico Müller geht auch an 195. Und ich finde, was bei Nico so unheimlich beeindruckend ist. Bei Nico sehen Versuche gefühlt immer leicht aus. Entweder sehen sie leicht aus oder er macht sie nicht. Ja. Und wir merken auch, wie die Obrigheimer hier Obrigheim ist in Trance. Schon mal gefühlt ihren Meistertitel feiern. Es sieht stark danach aus, als ob sie es auch riechen. Ich will einfach noch schöne Versuche sehen. Ja. 195. Ja, das sieht leicht aus. Genau, sagst. Das meine ich. Alter! Er ist schon ein Ausrufezeichen. Das ist ein absolutes Ausrufezeichen. Hätte Nico den vielleicht nicht gemacht, könnte man noch gucken, so vielleicht wittern wir irgendwas. Hm. Tut mir leid, dass ich den Spannungsbogen gerade ein bisschen zerstöre. Kein Problem. Aber, das ist der Wettkampf. Und der wenn diese Dominanz von Obrigheim so ist, wie sie jetzt sich aktuell darstellt, dann kann man nur sagen, Chapeau und tut ab, ja. Definitiv. So, Obrigheim bleibt weiterhin am Drücker. Matthäus Hofmann. Das machst du mit Absicht jetzt, ja? Was? Was denn? Obrigheim? Oh, Entschuldigung, Obrigheim. 197 Kilogramm. Auf geht's. Will er nochmal seine 201 toppen? Das wäre grandios. Erstmal 197. Im Hintergrund sieht man Almir Velagic, guckt sich natürlich ganz genau die Versuche an von den Sportlerinnen und Sportlern, die da ein großes Potenzial haben, auf internationaler Bühne für Deutschland starten zu können. Analyse-Software und Kamera läuft auch. Das heißt, die werden auch noch ausgewertet, die Versuche. Das macht der deutsche Verband auch. Kam die hoch. Hat deine Kraft. Ja. Ja. Und die Halle rastet hier aus. Die rastet auf Obrigheimer Seite. Aus. Der ach, Wahnsinn. Scheiße. Der Samsling wird gefühlt übernommen gerade von Obrigheimer. Aaron Zeyer schreibt immer noch zwei Löcher offener Gürtel. Ja, da kann man dann auch noch mal eine Gewichtsklasse höher da gehen. Da geht noch was. Okay. So, Akadius Michalski. Für Samsling. Und für Samsling muss man ja auch sagen, geht es jetzt um diesen Platz 2, den sie sich hier sichern definitiv wollen. Und da ist man ja auch knapp dran. Das Stoßen. 3 Punkte. Differenz.
um sich Vizemeister schimpfen zu dürfen. 2023. Weltstark. Das sieht sehr stark aus, geil. Im stärksten Dorf der Welt. Der ist sehr stark. Damit Björn Günther geht nicht auf die 200. Für die letzte Runde im Stoß. Letzte Runde für heute. Ja, die 196 eingeloggt sind noch die ursprünglich geplanten. Nee, die automatische Steigerung. Das heißt, aha, wenn ein Heber, eine Heberin einen Versuch gültig in die Wertung einbringt, kommt danach erstmal automatisch ein Kilogramm mehr. Und dann hat man pro Versuch noch mal zweimal die Möglichkeit nachzusteigern. Hat euch Björn Günther eigentlich was erzählt, ob er eigentlich Profi ist wie die anderen in der Gruppe? Nein, Björn Günther ist kein Profi, zu Unrecht meines Erachtens nach. Aber jetzt gehen wir erstmal an den letzten Versuch. Von Simon Brandhuber, dem Olympia-Anwärter aus Bayer. Ich möchte jetzt ein Kilo mehr machen als bei der EM in Armenien. Starke Beine. 156 Kilogramm. Hält sie noch? Hält sie noch? Ja. Feiert sie. Geil. Jawohl. Simon auch so ein bisschen so eine Rampensau, oder? Ich liebe Emotionen. Ja. Ich liebe, dass er die Emotionen zeigt. Und aber auch, habe ich gehört, so einer, der die Mannschaft zusammenhält. Also ein wohl sehr mannschaftsdienlicher Typ, der auch seine Kollegen von und zu den Flughäfen fährt. Die gute Seele im Verein. Ja, der hat unsere gute Kollegin Easy auch mitgebracht zum Beispiel. Also der nimmt auch gerne mal Leute mit oder auch aus der Mannschaft. Ich glaube, bei Simon ist es halt auch, wie wir vorhin schon festgestellt haben, er ist schon so lange in dem Sport unterwegs, dass er da einfach ein Routinier, ein alter Hase ist und tut viel für den Sport, ist engagiert. Hier kommt auch noch mal die Frage, ist Björn nicht Doktorand? Ja, soweit ich das weiß, ist er in dem Medizintechnikbereich Doktorand? Ich glaube ja. Und Björn ist Profi im Herzen. Oder der Herz. Der Herz. Der Herz, das ist unsere aller Herzen ist er das, ja. Profi im Atmen auch. So, Brickenkölja 180. Pardon, nicht weinen. Oh, er schüttelt den Kopf. Schade. Aber was bedeutet das im Endeffekt? Das ist für Sams wegen ist es der rote Teppich in dem Augenblick, oder? Der rausgerollt wird. Ist das durch mit? Ja, Sams wegen ist durch. 904. Damit 0,5. Damit ist Sams wegen doch schon vorbei. Ja. Samswegen, Vizemeister. Mindestens. Vizemeister, nice. Das stärkste Dorf der Welt, zertifiziert vom IBF, ist Vizemeister der deutschen Bundesliga 2022-2023. Das ist zertifiziert von Random Max aus. Genau, das ist von uns zertifiziert. Geil. Das ist auch sehr viel wert. So, 200 Kilogramm für Nico Müller. Björn Günther möchte gleich 202 haben. Ja, natürlich will er das. Sabrina, Daniel, ich sag's euch, wie es ist. Ist einfach geil. Ist einfach geil. Habt ihr vorhin nicht gesagt, dass Nico Müller eher auf sicher gehen wird? Aber jetzt ist es eh durch, ne? Deswegen kann er sich auch versuchen, an den 200 Kilogramm. Yes. Aber genau so wie die 200 aussehen, ist das auch sicher für Nico Müller. Ja. Wow. Ja. Da kommt die Faust in Richtung der Obrichheimer Fans. Rein rechnerisch ist das durch, aber emotional passiert da noch einiges. Ja. So, 202 Kilo. Björn Günther aus Samtwegen. Und wenn er das natürlich schafft, wird diese Halle hier beten. Gibt mein Headset-Kabel das her, dass ich aufstehe? Ich muss mir das im Stehen angucken. Ich kann nicht mehr, Leute. Let's go, Björn. Komm, hast du.
komm raus, 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 jawohl. Schwerer und sicherer Umsatz. Jetzt hat er den Hand wieder offen. Oh, schade. Aber er ist nicht nur der Profi der Herzen, er ist auch einfach der Teilnehmer des heutigen Tages der Herzen. Wirklich. Ah, schade, Björn. Ja. Sabrina, du hast auch ein bisschen so einen kleinen Crush, oder? Ja, also absolut. Also Björn Günther hat mich gecatcht, wirklich. Ja, da guckst du über die Regie. Das Schöne ist auch bei gefühlt allen Leuten, mit denen ich zumindest bis dato Kontakt habe oder hatte, kann man danach immer noch ein Bierchen zusammen trinken oder ein anderes Kaltgetränk. Man kann mit allen Leuten quatschen und man merkt, es sind einfach unheimlich charismatische Typen, die einfach diesen Sport auch mit nach vorne bringen wollen. Und man sieht jetzt hier auch an der Seite die bereits gestarteten Sportlerinnen und Sportler, die dann natürlich hier mit anfeuern. So, zwei Versuche noch. Wir sehen rot, rot, blau. Warum jetzt der Samtwegener vor dem Obrigheimer? Matthäus Hofmann hat 225 angesagt. Der macht sich einen Spaß, da passiert nichts. Da passiert nichts, sagt er. Nee. Sagt er noch. Wenn er den macht, dann bin ich happy. Vielleicht hat er den Stream gehört und hat gehört, dass es 225 sehen wollte. So, was haben wir auf der Hantel? 216 werden es nicht sein. 216 wurde verzichtet von Arkadiusz. Das heißt also, wir können uns jetzt auf Matthäus Hofmann freuen und 225 Kilogramm. Der wird vielleicht einen Kreuzhebeversuch machen. Du sagst das so. Was passiert? Guck mal, Obrigheim ist am Start. Matze verzichtet. Also, no way. Vier Rote. Ach komm, davon mache ich auch noch ein Sabrina, Video. Sabrina, Daniel, was sehen wir hier? Ohne Ende. Auf geht's, Matze. Let's go. Kriegt er die hoch? 225 Kilogramm. Ihr sagt ja beide nein. Nein. Ja, okay. Und damit, nein. Damit möchten Sie sich feiern. Herzlichen Glückwunsch, Germania Obrigheim, deutschen Mannschaftsmeistertitel 2023. Glückwunsch auch nach Samtwegen zum Vizemeistertitel mit 0,5 Punkten vor Speyer. Sorry, ich war kurz abgelenkt. Lena ist Meisterin. Lena ist Meisterin. Oh mein Gott. Geil. Das. Wow. So, jetzt sehen wir den Betzenberg des Gewichthebens auch nochmal in Aktion. Das ist so krass. Das ist so schön zu sehen. Also, ich muss sagen, ich gönne es Obrigheim, was die hier auf die Beine gestellt haben. Yep. Was die für eine Fankultur mitgebracht haben. Wir haben jetzt hier die Trommler auf der Bühne. Ich glaube, die 225 waren im Endeffekt auch einfach nur, um sich die letzten Versuche auf der Bühne zu holen. Können wir bitte nochmal die Sportler und das Team und die Fans aus Samtwegen bitte loben? Ja. Also es ist wirklich Silber, Platz 2 in der Bundesliga. Absolut grandiose Fans, absolut coole Sachen. 450 Leute heute in die Halle gehockt, absolut draußen cool. Vor der Halle auch noch im Public Viewing. Leute natürlich trotz nicht sommerlicher Temperaturen in diesem Mai. Mega cool. Also ich komme gerne wieder nach Samtwegen. Das war wirklich ein sehr, sehr angenehmes Fest. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit euch, Daniel Detlaff und Lino Ruppel von Random Max Out Podcast. War super mit euch. Also gerne wieder, wenn wir mal auf ein Finale hier wieder einen Samtwegen haben. Gerne. Wir würden uns, ich denke, ich spreche für uns, wenn ich sage, wir würden uns freuen, wenn wir wieder dabei sein dürften. Richtig. Dank geht raus an den Chat, an die Leute, die zugeschaut haben, was im Endeffekt die Personen sind, weshalb Gewichtheben dann im Endeffekt größer gemacht wird. Die Leute, die das Ganze mit unterstützen, ob das die Helferinnen und Helfer hier vor Ort sind, ob das die mit angereisten Fans sind. Oder wird schon das isotonische Kaltgetränk getrunken? Ja. Aber wer, wenn nicht Obrigheim, hat sich das heute verdient? Und wenn nicht heute, ne? Ja. Genau. Ach, wunderschön. Guck mal, Sages hat gar nicht gehoben. Ja. Mati Rossian. Ja. Nee, super. Also,
Das war geil, war ein geiler Abend. Fand ich auch. Fand ich. Hat Spaß gemacht. Und ein paar Gänsehautmomenten. Vielleicht hätte es noch ein bisschen spannender zum Schluss sein können im Kampf um Platz 1, aber man kann ja nicht alles haben. Ja. Nico Müller übrigens bester Heber des Tages mit 180 Relativpunkten. Die hatte sich mit der letzten Hebung und 200 Kilo verdient. Er generell 6 gültige, also da haben wir auch wieder, und das ist vielleicht auch noch eine Binsenweisheit, wer die gültigen macht, der gewinnt am Ende auch. Heute war es nur 3 Sportlerinnen und Sportler mit 6 von 6. Annika Pilz in der ersten Gruppe, Rittwas in der zweiten und Nico Müller in der dritten, genau. So, wir haben ja noch eine offizielle Verbindung und in der läuft hier überhaupt nichts. Was bleibt uns noch zu sagen? Können wir dazu noch was sagen? Ich weiß es gar nicht. Glückwunsch, Lena, hast du dir verdient. Daniel ist ja auch ein bisschen jetzt deutscher Mannschaftsmeister, so ein bisschen. Ah, nee, nein. Leider nicht, so kann man das nicht sagen. Also wenn wir es jetzt übertreiben wollen, dann ist Daniel daran schuld, dass heute Obrecht. Nein, natürlich nicht. Aber ich denke, dass auch da vereinsübergreifend Sportlerinnen und Sportler mit dabei sind, sowas mit aufbauen zu können und im Endeffekt sind das die Resultate von einer guten Nachwuchsarbeit, die man dann sieht. Und, ich bin zufrieden. Ich bin auch sehr zufrieden. Ein starkes Finale bekommen und ich würde mich freuen, wenn wir wiederkommen können. Ja, gerne. Gerade auch gelesen, bis morgen in Obrigheim, 17 Uhr an der Feuerwehr zur Abschlussfeier. Oha! Also der Betzenberg brennt morgen auch nochmal. Also in Obrigheim geht es morgen ab. Also alle, die frei haben und den 1. Mai dann noch ausnüchtern wollen, sind morgen 17 Uhr in Obrigheim. Ja. Danke, Axel. Hat einfach sehr viel Spaß gemacht und ich möchte das gerne nochmal machen. Aber jetzt haben wir erstmal Ruhe, ne? Ja. Keine Wettkämpfe die nächsten Monate. Also der angesprochene Axel, ich vermute mal, kommt aus Grünstadt. Deswegen liebe Grüße gehen raus an Grünstadt, wo wir letzte Woche zum 2. Bundesliga-Finale da sein durften. Dann heute 1. Bundesliga-Finale. Die deutsche Meisterschaft im Oktober kommt. Richtig. Also so der Fahrplan, Oktober, deutsche Meisterschaft. Im September geht das Bundesliga-Geschehen wieder los. Da beginnen die ersten Wettkämpfe. Bis dahin wird es ein kleines Loch geben, damit alle Sportler und Sportlerinnen ein bisschen durchatmen können. Sommerpause nennt man das. Yes. Ja. Sabrina, haben sie sich auch verdient. Komm doch mal vorbei bei der deutschen Meisterschaft in Plauen. In Plauen? In Plauen. Ist ja hier um die Ecke. Müsste ja auch im MDR ist zuständig sein. Ist im MDR-Gebiet. Okay, ist in Sachsen. Genau. So. Vielleicht fragen wir euch nochmal an. So. Ja, gerne. Wir fragen euch an. Ja, genau. Ihr fragt uns an. Dann Random Max Out. Herzlichen Dank. Ganz lieben Dank. Wir haben Begleitung an diesem heutigen Abend und ich sage tschüss hier im Sport im Osten Stream und danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren, danke fürs Teilhaben an dieser deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Gewichtheben und bis bald. Tschüss.